Sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Wanka, es ist für die Preisträgerinnen und Preisträger dieses Abends und für den Preis als solchen eine besondere Freude, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit und mit Ihren Worten heute beehren. Es zeigt, dass Wissenschaft und Politik keineswegs getrennte Wege gehen müssen, wie das ein derzeit grassierender Neopopulismus an vielen Stellen behauptet. Es zeigt, dass im Gegenteil in diesem Land jedenfalls das Verhältnis von Politik und Wissenschaft noch immer das und immer wieder das eines gedeihlichen Miteinanders ist, das eines gemeinsamen funktionskomplementären Arbeitens für die Wissenschaft und für die Gesellschaft. Und so auch heute Abend, wenn Sie uns gemeinsam mit uns diesen festlichen Rahmen gestalten. Der Festakt nach der eigentlichen Preisverleihung, zu dem ich dann noch weniges an späterer Stelle sagen will, der wird so auch auf eine gewisse Weise zum Ausdruck der Zusammengehörigkeit von moderner Wissenschaft und Demokratie und verleiht so dem 40. Jubiläum des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises den Glanz, der ihm gebührt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Meine sehr verehrten Preisträgerinnen und Preisträger, verehrte Gäste, eine Preisverleihung ist immer ein Akt des Vertrauens in Menschen, in Persönlichkeiten, in ihren Werdegang, in ihre Fähigkeiten, aber vor allem auch ein Akt des Vertrauens in ihre Haltung. Es sind nicht allein besondere intellektuelle, wissenschaftliche Fähigkeiten, die wir heute gemeinsam auszeichnen. Es ist auch die Haltung der Preisträgerinnen und der Preisträger im Umgang mit diesen Fähigkeiten, um die es geht. Es geht also nicht allein um etwas, das Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sozusagen in die Wiege gelegt bekommen hätten. Es geht nicht einfach um Talent oder Vorgegebenes, um etwas, das schlicht da ist und das sich als solches ergibt und beobachtet werden kann. Nein, wenn wir heute Ihre Haltung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszeichnen, dann geht es dabei um Ihre Freiheit, um etwas, das nur da ist, weil Sie es zuließen und dafür sorgten, dass es da ist. Und nur weil Sie, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, von Ihrer Freiheit Gebrauch machten und machen, ihre Anlagen zu außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen nämlich zu entfalten. Nur deswegen können wir heute von unserer Freiheit Gebrauch machen und Ihnen den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis verleihen. Das ist allein möglich, weil wir, und das Wir schließt, meint jetzt nicht Frau Wanka und mich oder die DFG und das Bundesministerium, das Wir meint die Wissenschaft vertreten in den Gremien, in den Ausschüssen, in den Begutachtungsprozessen und so weiter. Das ist allein möglich, weil wir ihnen vertrauen können, weil sie selbst ein Zutrauen gefasst haben zu etwas, das nur Sie kennen und zu etwas, von dem auf eine gewisse Weise auch nur Sie allein etwas wissen, gewissermaßen das Geheimnis Ihrer je individuellen wissenschaftlichen Produktivität. Ohne Ihr Zutrauen zu sich wäre unser Vertrauen in Sie ganz vergebens. Und das ist beides, das Zu- und das Vertrauen, das ist beides keineswegs selbstverständlich. Tatsächlich scheinen ja Enttäuschungen unterschiedlichster Art immer wieder einen Grund darzustellen, nicht zu trauen, weder sich noch anderen. Und doch wäre eine ganz zaghafte Welt ohne Zutrauen und Vertrauen vollkommen unmöglich, ja undenkbar. Und zwar weder auf individueller Ebene, noch im gesellschaftlichen Zusammenleben, noch in der Wissenschaft. Daraus folgt aber nicht nur, dass Zu- und Vertrauen unverzichtbare Kategorien unseres Handelnkönnens sind, sondern dass es einen ausgezeichneten Modus gibt oder immerhin ihn geben kann, wie Zutrauen und Vertrauen geschehen kann, wie es der Fall werden kann. Wovon ich spreche, das fällt nicht vom Himmel, das muss eingeübt werden, es muss kultiviert werden.
Und für diese Kulturtechnik, die gerade auch für unser Selbstverständnis als Wissenschaftlerinnen bedeutsam ist, für diese Kulturtechnik gibt es ein Wort, das allerdings wegen seiner inflationären allgemeinen Verwendung sozusagen neu entdeckt werden müsste. Wovon ich spreche, ist Bildung, sozusagen wissenschaftliche Bildung. Ein Begriff wissenschaftlicher Bildung, der gerade als ein Begriff der Haltung, des sich Verhaltens zu etwas, des freien sich Verhaltens zu etwas, dann wichtig werden kann, wenn man ihn nicht missversteht als ein Synonym für Instruktion, für Wissensvermittlung oder für die Einübung in konkrete Forschungspraxis. Ich muss, fürchte ich, ein wenig ausführen, was ich damit meine. Wenn man ein junger Wissenschaftler, eine junge Wissenschaftlerin ist, dann liegen die Einführungen in die allgemeinen Grundlagen und in die grundlegenden Allgemeinheiten der Wissenschaften überhaupt oder die Einführungen in eine einzelne Disziplin, dann liegen die ja schon länger zurück. Diese Einführungen haben ihren Ort am Anfang des Studiums. Wenn man schon Wissenschaftlerin ist, dann versucht man vielmehr tiefer einzudringen in eine wissenschaftliche Fragestellung. Und man kann dies allein in dem Maße, in dem es sich um eine Spezialfrage handelt. Und man widmet sich dieser Spezialfrage auf der Grundlage von Expertenwissen und vermittels hochspezialisierter Methoden. Spezialisierung erlaubt es, Einzelfänomene gewissermaßen in immer höherer Auflösung zu analysieren und ebenso bislang ungekannte Phänomene sichtbar zu machen, etabliertes Expertenwissen zu modifizieren, wo nicht durch neues Wissen zu ersetzen. Wissenschaft betreiben heißt, sich für etwas Bestimmtes spezialisieren, einerseits. Andererseits, selbst in meinem engsten Fachgebiet spezialisieren sich andere an anderen Stellen mit anderen Methoden, als ich es tue. Und dies bedeutet, dass Wissenschaft nicht allein mit dem Risiko einhergeht, die Welt überhaupt aus dem Blick zu verlieren. Von diesem Risiko wissen wir, seit die thrakische Magd den Thales von Milet verspottet hat, weil er in Betrachtung der Sterne rückwärts in einen Brunnen gefallen ist. Dass alle sich bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit fortschreitend spezialisieren, das bedeutet vielmehr in einem expandierenden Wissenschaftssystem überdies, dass die Distanz und die Differenz zwischen meinem Spezialwissen und dem, was man in den Wissenschaften überhaupt wissen kann, dass diese Differenz immer dramatischer wird. Spezialwissen ist Partikularwissen. Nun gibt es freilich wissenschaftliche Probleme, die allein mit solchem Partikularwissen nicht in den Griff zu bekommen sind. Ohne es aber womöglich auch nicht. Zu diesen Problemen gehören zum Beispiel auch jene Probleme, die wir in der Wissenschaftspolitik, in der Forschungspolitik, in der Gesellschaftspolitik Grand Challenges nennen. Probleme, die vor allem in jenem Sinne zunächst groß sind, dass sie sich als solche gerade nicht beforschen lassen und dass sie a priori die Grenzen allen Partikularwissens überschreiten. Zum Gegenstand von Forschung kann der Klimawandel, um den jetzt nur als Beispiel zu nehmen, zum Gegenstand von Forschung kann der Klimawandel allein werden, indem man ihn in eine unabsehbare Zahl natur-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher, aber auch technischer oder kulturwissenschaftlicher Fragestellungen auseinanderlegt, Fragestellungen, die oft äußerst spezialisiert sind. Und zwischen den erdsystemischen und den soziokulturellen, den technologischen und ökonomisch-politischen Sachverhalten, die dann in den Blick treten, herrschen derart vielschichtige, komplexe, kontingente Relationen und Rekursionen, dass sie sich weder durch einfache Addition jeweiligen Spezialwissens verstehen lassen, noch durch simple Reduktion auf eine vermeintliche Leitexpertise. Der Fortschritt von Wissenschaft beruht in solchen ziemlich zahlreichen Fällen, beruht gerade auf der Differenz zwischen vielfältigen wissenschaftlichen Spezialisierungen. Deswegen muss man die Bedeutung dieser Differenzen also anerkennen und daraus ergibt sich, man muss die eigene wissenschaftliche Spezialisierung vorantreiben und zugleich ein Bewusstsein davon entwickeln, dass sich die eigene wissenschaftliche Spezialisierung eben in spezieller Weise auf Spezielles und nicht generell auf Allgemeines
bezieht. Dass andere in anderen Bereichen der Wissenschaft anderes Partikularwissen als wir pflegen und es ist auf deren Partikularwissen womöglich nicht weniger ankommt als auf das unsere. Dass also, was ich oder was meine Gruppe wissen, nicht mit dem zu verwechseln ist, was die Wissenschaften überhaupt wissen. Es geht, würde ich sagen, um reflexive Spezialisierung. Die ist sich ihrer Differenz zu anderen Spezialisierungen bewusst und sie schätzt die Differenz der Spezialisierungen selbst als das entscheidende Produktionsmoment von Wissenschaft überhaupt. Oder viel einfacher, sie ist nicht borniert, sie bleibt offen und neugierig für die Leistungskraft anderer Spezialisierungen. Und was ich zu umschreiben versuche, das ist weder ein positives Sachwissen noch eine abprüfbare praktische Fertigkeit, sondern es ist eine Form intellektueller Haltung. Eine Haltung, die auch getragen wird von dem, was ich Erkenntnisleidenschaft nennen möchte. Von jenem Fasziniertsein durch Sachverhalte der, sei es natürlichen, sei es kulturellen Welt, durch Sachverhalte, auf welches wissenschaftliche Forschung sozusagen antwortet. Max Weber hat das in einem völlig kanonischen Text vor knapp 100 Jahren in seiner Rede Wissenschaft als Beruf in einer mir selbst fachlich besonders naheliegenden, an einem mir selbst besonders fachlich naheliegenden, aber in verallgemeinerbarer Weise gültigen Beispiel wie folgt beschrieben. Zitat. Und wer also nicht die Fähigkeit besitzt, sich einmal sozusagen Scheuklappen anzuziehen und sich hineinzusteigern in die Vorstellung, dass das Schicksal seiner Seele davon abhängt, ob er an dieser, gerade diese Konjektur an dieser Stelle der Handschrift richtig macht, der bleibe der Wissenschaft nur Jahr fern. Niemals wird er das durchmachen, was man das Erlebnis der Wissenschaft nennen kann, ohne diesen seltsamen, von jedem draußen stehenden, belächelten Rausch. Diese Leidenschaft hat einer den Beruf zur Wissenschaft nicht und tue etwas anderes. Zitat Ende. Was für Handschriften, Konjekturen gilt, mag für die Aufklärung zellulärer Mechanismen, für die Riemannsche Vermutung oder Higgs-Bosonen in entsprechender Weise gelten. Weber spricht über Wissenschaft als Berufung und verbindet mit der wissenschaftlichen Berufung ein konstitutives Moment der Leidenschaft, der Erlebnisintensität. Und ich glaube, dass er recht hat, dass es ohne solche Erkenntnisleidenschaft Forschung, gute Forschung jedenfalls, kaum geben wird. Wissenschaftliche Erkenntnis zumal ist ohne diese Fähigkeit, sich fasziniert in etwas versenken zu können, undenkbar. Indessen muss man zugleich die Scheuklappen auch wieder ablegen können. Und zwar nicht allein, wie gesagt, im Hinblick auf konkurrierende wissenschaftliche Spezialisierungen, sondern auch hinsichtlich der Geltung von wissenschaftlichem Wissen überhaupt. Denn in der Wissenschaft gilt unser jeweiliges Wissen ja ganz grundsätzlich lediglich für jetzt und für uns. Und wir müssen stets damit rechnen, dass andere es jetzt schon oder wir selbst es künftig besser wissen können. Was ich mit aller Intensität zu wissen suche und mit aller Leidenschaft erkannt habe, das bleibt doch ein Wissen, das im Rahmen moderner Wissenschaft allein im Modus der Selbstinfragestellung behauptet werden kann. Es bleibt stets mit einem Zeitvorbehalt, einem Ungewissheitsvorbehalt, einem Revisionsvorbehalt versehen. Anders wäre die Möglichkeit neuen Wissens ja gar nicht begründbar, wenn wir nicht mit der Möglichkeit der Revision dessen rechneten, was wir wissen. Man muss also in der Wissenschaft die Scheuklappen, von denen Max Weber gesprochen hat, gewissermaßen zugleich auf- und abgesetzt haben. Und wie dieses Widersprüchliche sich aber vereinen lässt, wie man Erkenntnisleidenschaft zulassen und zugleich methodischen Erkenntniszweifel pflegen kann, das lässt sich auch nicht in curricularen Einheiten lernen. Das bedarf eines wechselseitigen Verhältnisses von, wovon ich am Anfang gesprochen habe, Zutrauen und Vertrauen. Man muss Zutrauen fassen zum eigenen Wissen, den eigenen Fähigkeiten und zugleich muss dieses Zutrauen zum eigenen doch auch offen und irritationsbereit sein. Es muss vertrauen können, auch auf das Wissen und die Fähigkeiten anderer. Ein tragfähiges Zutrauen sein zu sich, das dennoch offen bleibt für das Weiterfragen
und für das Zweifeln. Und ich will diese Erfahrung schließlich auch noch in einer weiteren Dimension kurz ansprechen, die mit der Bedeutung von Wissenschaft in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Was ich ganz lapidar meine, ist, es gibt auch Nichtwissenschaft. Es gibt alltägliches und praktisches Erfahrungswissen. Es gibt das Wissen der Kunst, der Religion, der Politik, des Rechts und so weiter. Es gibt ein nichtwissenschaftliches Wissen. Und das kann durchaus ein Wissen eigenen Rechts sein. Es mag dann in Theorie, in Traditionsbeständen, in individuellen Erfahrungen, in gesellschaftlichen Normen, in religiösen Überzeugungen. Es mag dann andere Geltungsgründe haben, als methodische Forschung sie bereitstellt, und auch andere Funktionen. Es kann daher unter Umständen auch im Hinblick auf Wissenschaft durchaus auch auf dieses nicht wissenschaftliche Wissen ankommen. Denken Sie an den Bereich gesellschaftlicher Normen und Werte. Es kennzeichnet zwar die Lage der umfassend verwissenschaftlichen Zivilisation, dass in ihr der Rückgriff auf wissenschaftliche Erkenntnis als eine Möglichkeit der Letztbegründung von Entscheidungen gilt. Anders gesagt, wir meinen, dass moralische Bewertungen des Guten oder Schlechten und normative Ordnungen des Geh- und Verbotenen, dass sie vielfach ersetzbar seien durch die Wahr-Falsch-Unterscheidungen der Wissenschaft, die freilich ihrerseits, ob man sich das eingesteht oder nicht, von Normativität keineswegs frei sind. Der Rekurs auf Wissenschaft jedenfalls versteht sich wie selbstverständlich als Rationalitätsgewinn und als Zuwachs an Entscheidungsqualität. Aber dieser Rekurs auf Wissenschaft kann zwar einen Rationalitätsgewinn darstellen, aber er muss es nicht. Wissenschaftliches Wissen ist methodisch verlässliches, aber ungewisses Wissen. Allermeist konkurrieren auch in den Wissenschaften unterschiedliche Wissenschaftsansprüche, unterschiedliche Wissensansprüche miteinander. Denken Sie nur an Standardmodell der Physik oder Stringtheorie. Denken Sie an konkurrierende ökonomische Theorien, die das Ohr der Wirtschaftspolitik suchen. Denken Sie an ökologische Risikoabschätzungen. Immer haben Sie konkurrierende wissenschaftliche Wissensansprüche. Es ist daher ganz unvermeidlich, dass wir gesellschaftlich auch auf ein notwendiges und legitimes Wissen zurückgreifen, das kein wissenschaftliches Wissen ist. Und dies zu berücksichtigen, stellt eine Herausforderung für die Wissenschaft dar, auch für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn die intellektuellen und praktischen Herausforderungen des Tuns der Wissenschaft erfordern eine tiefe Überzeugung von der Bedeutsamkeit dieses Tuns. Aber die vielschichtigen sozialen Kontexte dieses Tuns verlangen danach, die Begrenztheit dieses Tuns wie die Begrenztheit der Wissenschaften überhaupt stets mitdenken zu können. Auch hier handelt es sich um ein Zusammenspiel von Zutrauen und Vertrauen, in das man als Wissenschaftlerin je schon eingelassen ist. Die wissenschaftliche Suche nach Wahrheit verbirgt gerade nicht einen exklusiven Zugriff auf Wahrheit oder gar einen exklusiven Wahrheitsbesitz. Wissenschaft kann allenfalls und lediglich innerhalb verlässlicher Modelle, Methoden sagen, was der Fall ist. Und sie stellt, was sie sagt, unter den Vorbehalt methodischer Skepsis. Und es muss ihr klar sein, dass daraus, was der Fall ist und was sie darüber sagt, keineswegs zwingend folgt, was alternativlos der Fall sein sollte. Auch das würde ich eine Angelegenheit der wissenschaftlichen Bildung zu nennen. Zu ihr gehört die unabschließbare Auseinandersetzung mit den Belangen einer pluralistischen und komplexen Gesellschaft, die Einsicht in die Unterschiedlichkeiten von Weltzugängen und die Reflexion auf den Pluralismus der Wissenschaften selbst, der ihre eigentliche Stärke ist. Es gibt also keinen alternativlosen Zugang zur Wahrheit, weil Wahrheit selbst von der Möglichkeit eines immer neuen, immer wieder anderen Zugangs zur Wahrheit lebt. Wir hätten anders überhaupt kein Verständnis von Wahrheit ausbilden können, wenn Wahrheit nicht selbst durch die Offenheit von Zutrittsbedingungen charakterisiert wäre. Auch deswegen ist es sachlich erforderlich, notwendig, was in unserer Gesellschaft durch die Verfassung garantiert wird, dass nämlich die methodische Wahrheitssuche der Wissenschaft frei von äußeren Zwängen ist. Diese Freiheit hat auch eine institutionelle und eine finanzielle Dimension. Sie gehört jedenfalls zu den Bedingungen der Möglichkeit
einer offenen Wahrheitssuche. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, die Fortsetzung Ihrer wissenschaftlichen Bildung, auch mit den Mitteln dieses Preises. Zu dem bisherigen Verlauf Ihres Bildungsprozesses gratuliere ich Ihnen und ich wünsche Ihnen für Ihre persönliche und berufliche Zukunft und ich darf vielleicht sagen, in unser aller Namen weiterhin herzlich alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Präsident Professor Strohschneider, sehr geehrte Frau Professor Hochdruck, sehr geehrter Gastgeber in diesem Raum, Herr Professor Grötschel, vor allen Dingen liebe Preisträgerinnen und Preisträger. Ich zitiere: Es ist schön, seine Fähigkeiten zu üben und auszuschöpfen, neue Methoden zu entwickeln, damit die Natur zu befragen und Antworten zu bekommen. Mit diesen Worten beschrieb Heinz Meyer Leibniz seine eigenen Jahre als Wissenschaftler. Freude an der Forschung, aber auch Freude an der Förderung zeichnen das Wirken von Heinz Meyer Leibniz aus, sei es als Professor in Heidelberg und in München oder sei es später in seiner Zeit als DFG-Präsident. Und er steht ganz typisch für die Chancen und die Freiheit des Wissenschaftssystems in Deutschland. Und ich glaube, das sind beides sehr, sehr wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Wissenschaft. Freie Wissenschaft, meine Damen und Herren, darüber reden wir im Moment sehr oft. Freie Wissenschaft lebt von Offenheit für das, was in der Welt geschieht. Sie lebt aber auch von der Bereitschaft, sich überraschen zu lassen und die eigene Position, auch das gehört dazu, daraufhin zu überdenken. Sie lebt vom Staunen können und dem Infragestellen bisheriger Überzeugungen. Was wir kennen, kann sich verändern. Was wir beobachten, kann Altbekanntes nichtig erscheinen lassen. Wissenschaft sollte und nimmt dies alles als eine Chance und als eine Aufgabe wahr, um weiterzukommen, um neue Erkenntnisse zu generieren, um neu zu diskutieren und um neu zu überlegen. Und ich glaube, eine solche Wissenschaft bringt unsere Gesellschaft weiter. Und ich denke, von einer freiheitlichen und demokratischen oder eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft hängt in nicht unbeträchtlichem Maße von einer Wissenschaft ab, die ebenfalls pluralistisch ist, die auf Diskurs setzt und die nicht eine Erkenntnis als die einzig richtige proklamiert. Es geht also um Sachorientierung, es geht um Forschung, es geht um Austausch von Positionen und es geht nicht um das Verkünden von Überzeugungen. Wissenschaftsfreiheit ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine innovative Gesellschaft. Diese Freiheit, bei uns in der Bundesrepublik Deutschland durch das Grundgesetz garantiert, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen für sie gemeinsam einstehen. Und damit meine ich an dieser Stelle nicht das, was im Moment viele beschäftigt in der Wissenschaft, dass wir uns darum kümmern, dass wir dafür uns engagieren, dass wir dafür demonstrieren, dass Wissenschaftsfreiheit in möglichst vielen Teilen der Welt wirklich vorhanden ist, sondern es gilt auch über das Nachdenken, wie ist es denn mit der Wissenschaftsfreiheit bei uns? Ich glaube, für mich jedenfalls ist klar, dass das oberste Prinzip von Wissenschaftspolitik die Freiheit der Wissenschaft sein muss, und zwar verstanden als individuelle Freiheit des Forschenden und als konstruktiven Diskurs in unserer Gesellschaft. Aber das Grundgesetz begründet keinen politikfreien, uneingeschränkt autonomen Raum für die Wissenschaft. Das ist es nicht. Und ich finde es absolut undiskutabel, wenn wir einfach so tun, als ob Politik nicht Wissenschaft beeinflusst. Das tut sie im beträchtlichen Maße. Das tut sie dadurch, dass sie Geld gibt oder Geld nicht gibt. Das tut sie auch dadurch, wie die Rahmenbedingungen für Wissenschaft sind. Das heißt, wenn man ehrlich ist, hat Politik natürlich einen Einfluss auf Wissenschaft. Und wie ist das Verhältnis von Politik und von Wissenschaftsfreiheit? Ich glaube, wenn es um die Finanzierung geht, also um Hörsäle, um Labore, um die Finanzierung der Wissenschaftler, dann können wir im Moment in der Bundesrepublik Deutschland doch von einer sehr positiven Bilanz ausgehen. Und ich habe mich gefreut, dass Präsident Strohschneider vor kurzem erzählte, als er in Italien zu einer Diskussion darüber war, dass man sich schon fast genieren muss vor anderen Ländern, in denen es im Moment sehr, sehr schwierig ist, was finanzielle Rahmenbedingungen von Wissenschaft anbetrifft. Aber
Wissenschaftsfreiheit schließt dezidiert nicht aus, dass wir von der Wissenschaft auch fordern, nach Lösungen zu suchen, die für die Gesellschaft, für die Entwicklung des einzelnen Menschen wichtig sind und ihnen zugutekommen. Und ich denke, es ist ganz entscheidend, dass die Politik sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, diese wahrnimmt und für ihre eigenen Entscheidungen auch heranzieht. Wissenschaftsfreiheit, Einfluss von der Politik, schließt aber aus, wissenschaftliche Auseinandersetzungen zu steuern, im Detail zu steuern. Das ist nicht Aufgabe der Politik, das ist falsch verstandene ideologische Einflussnahme. Wir müssen aber sagen, wenn es um die Situation in Deutschland geht, dass wir sehr wohl Diskurse haben und dass wir sehr wohl in den letzten Jahren es in Deutschland auch fertiggebracht haben, Grundgesetz garantiert die Freiheit der Wissenschaft, dass wir aus ideologischen Gründen Teile von Wissenschaft aus diesem Land vertrieben haben. Und wenn ich an die Koalitionsverhandlungen denke, die letzten und vielleicht auch die künftigen, dann ist es ein wesentliches Thema, dort dafür zu kämpfen, dass es keine ideologische Vorfestlegung gibt. Ich glaube, dass ganz entscheidend ist in diesem Land, dass wir wissenschaftsgeleitete Verfahren haben. Aber wissenschaftsgeleitete Verfahren werden durchgeführt von Wissenschaftlern. Und Wissenschaftler haben auch Meinungen, sind Individuen und natürlich hat ihre eigene Position Haltung auf Entscheidungen. Ich sehe das immer wieder, wenn es um die Zusammensetzung von Jurys geht, von Auswahlgremien geht, dass natürlich der einzelne Wissenschaftler nicht eine neutrale Position einnehmen wird, sondern zum Beispiel sein eigenes Fachgebiet, was er besser kennt, anders beurteilt als Fremde und vieles andere mehr. Das heißt, die reine Objektivität gibt es nicht. Und deshalb, weil es diese nicht gibt, brauchen wir Diskurse und wir brauchen Räume, in denen über die Wissenschaft und die Grenzen von Wissenschaft gesprochen und diskutiert wird. Das Ziel muss es sein, dass der einzelne Forscher frei denken und frei arbeiten kann. Aber Forschungsfreiheit hat auch Grenzen. Findet seine Grenzen zum Beispiel dann, wenn damit die Unantastbarkeit der Menschenwürde anderer berührt wird. Und gerade in den Themen, in denen Forschung jetzt sehr relevant ist, ob das nun künstliche Intelligenz ist, ob das im Bereich der Lebenswissenschaften ist, der Neurologie oder anderem, sind sehr schnell an diesen Grenzen. Und deswegen ist es wichtig, dass über diese Grenzen diskutiert wird. Und wir haben Ethikkommissionen und ich bin sehr froh über die Empfehlungen dieser Kommission. Ich finde aber, am besten wäre es, wenn in Humboldtscher Tradition die eigentlichen Diskussionen, die eigentlichen Diskurse zu diesen Themen in den Hochschulen stattfinden. Frei denken, das heißt auch interdisziplinär arbeiten, das heißt auch international arbeiten. Und der Wissenschaftsphilosoph Michael Polanyi verglich dies einmal mit dem Zusammenlegen eines großen Puzzles durch verschiedene Personen. Er sagte, natürlich müssen die Puzzlespieler sich organisieren und sie müssen sich Regeln geben. Entscheidend ist aber, dass die einzelnen Spieler die Freiheit haben, mit den Puzzleteilen zu tun, was sie für richtig halten, ohne dabei das Gesamtbild aus dem Blick zu verlieren. Und dies erfordert von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ständig stetes Nachforschen, Nachfragen, offenes Diskutieren, aber eben auch in einem gewissen Maße ein Zusammenspiel. Und ich glaube, dass wir schon stolz sein können und sagen können, dass in unserem Land Bildung, Wissenschaft und Forschung für Offenheit und für Freiheit des Denkens stehen. Ich ermutige junge Menschen ausdrücklich dazu, die Internationalität, die Erfahrungen in anderen Ländern der Welt zu suchen, während des Studiums oder während der Ausbildung. Ich denke, nachdem ich mir angesehen habe, wie es mit den Preisträgerinnen und Preisträgern ist, dass viele von ihnen auch diese Möglichkeit ergriffen haben und dass die meisten Forschenden dies als eine sehr bereichernde Erfahrung auffassen. Wir wollen die Auslandsmobilität in Deutschland ausbauen in den nächsten Jahren. Das Ziel, was wir hart erstritten und diskutiert haben, ist auf 50% zu gehen. Das heißt, 50% zu erreichen, dass unsere Forschenden und jungen Wissenschaftler temporär im Ausland sind. Wir sind nicht schlecht. Wir sind im Moment bei 37% und das ist weltweit eine Spitzenstellung. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Niederlande als ein kleines Land, wo man denkt, die gehen ganz viel in das Ausland, 20% als Zielmarke anstreben. Und ich glaube, dass auch
Deutschland weltweit und nicht aufgrund der momentanen Situation in einigen Ländern der Welt eine sehr gute Adresse geworden ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ich glaube, dass früher gab es Klagen Anfang dieses Jahrtausends, dass viele junge Menschen weggehen in die USA, nach Kanada und nicht wiederkommen. Wir haben das verändert, in den letzten Jahren total verändert. Und gerade in den Zeiten der Wirtschafts- und der Finanzkrise war es so, dass wir in Deutschland entgegen dem, was in den USA, in Großbritannien und woanders geschieht, Jahr für Jahr die Ausgaben für Wissenschaft und Forschung gesteigert haben und damit auch die Möglichkeit, Freiheit wirklich wahrzunehmen. Und diese Möglichkeiten und Freiheiten Deutschlands im Wissenschaftsbereich werden international wahrgenommen. Und wenn in vielen Ländern jetzt weniger investiert wird und es Freiheiten gibt, die eingeschränkt werden, wie zum Beispiel in Ungarn, dann können wir sagen, dass wir von unserer Seite nicht abwerben. Das finde ich, sowas schlägt zurück, sondern dass wir aber deutlich machen, dass wir interessiert sind und dass wir eine gute Arbeitsbasis für viele Forscherinnen und Forscher bieten können und dass wir alles daran setzen werden, dass wir als Forschungsstandort in den nächsten Jahren verlässlich und klar weiterhin sein werden. Wir haben, denke ich, von Seiten meines Hauses einen substanziellen Beitrag dazu geleistet. Ich will ganz kurz, nur ganz kurz, weil Sie es hoffentlich alle wissen, 5 Stichpunkte nennen. Da ist zum einen der Hochschulpakt, den Bund und Länder gemeinsam finanzieren. Und der Hochschulpakt ist eigentlich aus meiner Sicht mit den über 20 Milliarden, die wir bis jetzt eingesetzt haben, die größte Investition für die demografische Entwicklung in Deutschland, weil das Ziel war, den geburtenstarken Jahrgängen genau dieselben Möglichkeiten und Chancen zu bieten, ein Studium aufzunehmen, wie davor und wie danach. Die Exzellenzstrategie, große Aufgabe jetzt für die DFG. Und ich denke, dass diese Exzellenzstrategie mit der Möglichkeit, mehr Planungssicherheit, auch mehr Dauerstellen auszubringen, damit auch mehr Zeit zum Forschen und, das sage ich selbstkritisch, auch mehr Zeit zu haben, weil man weniger Anträge schreiben muss, die ja auch sehr zeitintensiv sind. Der Pakt für Forschung und Innovation bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen bietet diesen Einrichtungen seit 2006 das, was ich mir auch für die Hochschulen wünsche: Planungssicherheit, Verlässlichkeit über große Zeiträume und damit Kalkulierbarkeit. Und diese Sicherheit ist an sich schon Geld wert. Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wir haben heute gerade früh im Kabinett den Bericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs besprochen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist novelliert. Wir können jetzt noch nicht sagen, also haben noch nicht die konkreten Erfahrungen, wie das jetzt sich auswirkt in den Hochschulen, weil es noch nicht so lange her ist. Es ist erst im letzten Jahr geschehen. Und worauf ich sehr stolz bin, aufs Tenure-Track-Programm. Das ist etwas, was für Sie alle, glaube ich, von Interesse ist, dass dieser Mangel im deutschen System, dass man sehr spät erst auf eine unbefristete Professorenstelle gelangen kann, dass dieses vorgezogen wird, dass man also die Möglichkeit hat, sehr frühzeitig die Sicherheit zu haben, wenn man dann gut ist, auf einer solchen Stelle zu sein. Und wenn ich den Bericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs erwähnte, dann konzentrieren wir unsere Überlegungen immer sehr stark auf den Bereich des Wissenschaftssystems, der Karriere im Wissenschaftssystem. Außerhalb der Wissenschaft, in der Wirtschaft, ist es so, dass wir heute sagen können, dass für diejenigen, die eine Promotion absolviert haben, Vollbeschäftigung besteht, dass wir also eine ganz minimale Arbeitslosigkeit haben, dass es im Wissenschaftssystem natürlich nicht so gut planbar ist und dass es schwieriger ist. Aber ich glaube, dass wir alle wollen, und dem dient auch dieser Preis, dass der Nachwuchs motiviert wird, der wissenschaftliche Nachwuchs. Und ganz im Sinne von Heinz Meyer-Leibniz, der dem wissenschaftlichen Nachwuchs außerordentlich zugeneigt war. Und für ihn war die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Herzenssache in den unterschiedlichsten Stationen, die er wahrgenommen hat. Der Heinz Meyer-Leibniz-Preis wird heute, oder die Preise, wird heute zum 40. Mal verliehen. Und es ist sehr schön, dass wir heute nach der aktuellen Preisverleihung dann das Jubiläum gemeinsam feiern können. Wir würdigen mit diesem Preis herausragende Leistungen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer sehr frühen Phase oder in einem frühen Stadium ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Für viele der Preisträgerinnen und Preisträger, die in den vergangenen 40 Jahren ausgezeichnet wurden, war dieser Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ein Sprungbrett. Meine Nachbarin gerade
Er muss teurer gemacht werden, darüber kann man reden. Aber es geht nicht nur um das Geld, hat sie sicher recht. Es geht nicht nur um die Summen, sondern Sprungbrett. Beispiel, in ganz besonderer Weise gilt dies für einen der ersten Preisträger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises überhaupt, Georges Köhler. Er wurde 1978 mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ausgezeichnet, 78. 1984 erhielt er im Alter von 38 Jahren den Nobelpreis für Medizin. Und dieser Preis und die damit einhergehende öffentliche Anerkennung haben ihm, so hat er einmal berichtet, die innere Sicherheit gegeben, dass er gut ist und Ansporn für ihn gewesen, weiter gute Wissenschaft zu betreiben. Und wenn ich die Preisträgerinnen und Preisträger sehe und gelesen habe, was sie getan haben, wo sie geforscht haben, dann sind das ganz unterschiedliche Bereiche. Das ist meinetwegen, sind die intelligenten Systeme, das ist in der Quantenoptik, das ist in der Neurowissenschaft, das ist in der katholischen Theologie, das ist in der vergleichenden Literaturwissenschaft. Das heißt, es sind ganz spannende Themen, zum Beispiel die intelligenten Systeme, wo man sich befasst oder wo man sich hier befasste mit dem Einfluss von Emotionen auf unser Denken oder dass vulkanische Systeme und magmatische Prozesse untersucht werden oder. Und ich kann Ihnen allen nur ganz herzlich an dieser Stelle schon im Vorab, wir werden das ja noch einzeln würdigen und sehen, gratulieren und gratulieren zu Ihrer Auszeichnung mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2017. Und dieser Preis soll Ihnen vor allen Dingen Ermutigung sein, dass Sie weiterhin Lust haben, stark intrinsisch auch motiviert, Wissenschaft zu betreiben, hochkomplexe Fragestellungen zu behandeln und möglichst kluge Lösungen zu finden. Alles, was für und durch junge Wissenschaftler geschehen ist, geht weiter. Mit diesen Worten schloss damals Heinz-Meyer-Leibniz seine Abschiedsvorlesung als Hochschullehrer. Und mein Wunsch an Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, ist, dass Sie Ihre Talente weiterhin einsetzen. Für Innovationen, für die Zukunft unserer Gesellschaft und vor allen Dingen, weil es Ihnen Freude macht. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ja, auch ich begrüße Sie recht herzlich zur diesjährigen Verleihung der Heinz-Meyer-Leibniz-Preise, ganz besonders natürlich unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Ich kann ruhig sagen, die Leitung dieses Ausschusses mit der schönen Aufgabe, aus in diesem Jahr zum Jubiläum ganz besonders vielen hervorragenden Vorschläge 10 Preisträgerinnen und Preisträger auszuwählen und diese Preise jetzt in so einem schönen Ambiente hier verleihen zu hören, gehört definitiv zu den Highlights der Aufgaben einer DFG-Vizepräsidentin. Und so möchte ich Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen und das Wort an die Mitglieder des Ausschusses geben, die heute sehr zahlreich hier vertreten sind. Und diese werden die Laudationes vortragen und damit möchte ich Ihnen auch ganz besonders nochmal für Ihre Mitwirkung im Ausschuss und auch heute ganz herzlich danken. Und nun beginnen wir direkt mit dem ersten Preisträger und Herrn Nagel beginnt mit der Laudation. Ja, guten Abend. Autonomes Fahren. Diese Technologie birgt das Versprechen, für manche vielleicht auch die Drohung, dass Fahrzeuge zukünftig selbstständig und vielleicht sogar ohne menschliche Aufsicht über Autobahnen, Landstraßen und durch Städte fahren. Um sich zu orientieren, nutzen die derzeitigen Prototypen derzeit noch recht teure Sensorik. Radargeräte senden Radiowellen aus und interpretieren die Daten, die sie empfangen. LIDAR funktioniert ähnlich, nur mit Laserlicht. Daran, dass sich Fahrzeuge noch besser orientieren können, arbeitet der Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger Dr. Ing. Andreas Geiger. Er nutzt dabei einen Effekt, der auch beim Menschen räumliches Sehen und das Erkennen von Entfernungen ermöglicht, sogenannte Stereokameras, die seitlich nebeneinander angebracht die gleiche Szenerie aus zwei Blickwinkeln betrachten.
Was aber tun Geiger und sein Team genau? Sie fahren beispielsweise mit einem entsprechend ausgerüsteten Fahrzeug durch unsere Städte und filmen die Straßen mit den Stereokameras. Die Filme analysieren sie dann mit entsprechenden Algorithmen. Konkret sollen diese zum Beispiel erst überhaupt einmal alle von einer Kreuzung wegführenden Straßen identifizieren oder im Weg stehende Fußgänger bemerken. Gute Idee. Das Resultat vergleicht Geiger anschließend mit den Daten aus anderer Sensorik. Die Filme befinden sich auf einem öffentlich zugänglichen Server, den Andreas Geiger mit einer Kollegin und Kollegen betreibt. Passenderweise heißt er Kitty. Ich habe mich gefragt, ob das Sehen-Upgrade des sprechenden Autos Kit von David Hasselhoff in der amerikanischen Serie Knight Rider ist. In dem internationalen Kopf-an-Kopf-Rennen um die beste Interpretation der Filme für das autonome Fahren liegt der heute Ausgezeichnete mit seinen Ergebnissen jedenfalls oft vorne. Wie nähert sich Andreas Geiger diesen Herausforderungen? Seine Methodik für die Bilderkennung ist rigoros mathematisch. Die Algorithmen betrachten gleichzeitig möglichst viele sinnvolle Interpretationsmöglichkeiten der erfassten Daten in einem sogenannten Bayes-Framework, bis beispielsweise kurz vor dem Erreichen eines Ziels oder eines Hindernisses eine Entscheidung fällt. Und wem jetzt bei dem Gedanken an unbeleuchtete Fußgänger in regnerischen Nächten flau im Magen wird, der bedenke bitte, dass Menschen es auch nicht anders machen. Nie zu schnell ins Ungewisse, hat mein Fahrlehrer immer gesagt. Und das sollte auch die Maxime für fahrende Maschinen sein. Was allerdings überhaupt ungewiss ist, müssen Sie auch erst mal entscheiden. Andreas Geigers Methoden machen einen solchen Ansatz möglich. Der Preisträger hat am KIT in Karlsruhe studiert und promoviert, mit Aufenthalten an der EBFL in Lausanne, am MIT in den USA, an der ETH in Zürich und am Toyota Technological Institute in Chicago. Seit 2013 ist er am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen tätig und seit 2016 auch zur Hälfte wieder an der ETH Zürich. Wir freuen uns sehr, Sie in diesem Jahr mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis auszeichnen zu können und hoffen auf autonome Fahrzeuge, die immer rechtzeitig bremsen. Herzlichen Glückwunsch. Quanten-Lego mit Atomen ist zugegeben eine plakative Wortwahl, um die Forschung von Dr. Christian Groß zu beschreiben. Doch in der Tat bastelt er sich aus ultrakalten atomaren Gasen Modellsysteme, mit denen er die quantenmechanischen Wechselwirkungen vieler Teilchen untereinander verstehen möchte. Solche Vielteilchensysteme sind von Relevanz bei miteinander wechselwirkenden Elektronen im Festkörper wie beim Magnetismus oder bei der Supraleitung. Der atomare Baukasten von Christian Groß kommt bei komplexen Phänomenen ins Spiel, bei denen Berechnungen auch die besten klassischen Computer an ihre Grenzen stoßen. Groß erschafft mit ultrakalten Quantengasen außerordentlich leistungsfähige Modelle, um die entsprechenden wechselwirkenden Systeme zu simulieren. Dabei zählt seine Gruppe zu den Vorreitern und damit zur Weltspitze bei der Entwicklung von Quantensimulatoren, für die ebenso wie für Quantencomputer die Forschungen zur Realisierung auf Hochtouren laufen. Die richtungsweisenden Forschungen und Ergebnisse von Christian Groß tragen zu unserem mikroskopischen Verständnis von Quantenvielteilchensystemen nachhaltig bei
und wirken sich gebietsübergreifend auf die physikalische Forschung und wegweisend auf künftige Quantentechnologien aus. Mit seinen erfolgversprechenden Ideen adressiert der Preisträger vielfältige fundamentale und hochrelevante Fragestellungen, die im Fokus der internationalen Spitzenforschung stehen. Christian Groß ist eine besonders aktive, motivierte und außerordentlich erfolgreiche Forscherpersönlichkeit. Nach seinem Diplom in Physik an der Universität Mainz wechselte er für seine 2010 abgeschlossene Doktorarbeit an die Universität Heidelberg. 2011 erhielt er sowohl den Promotionspreis der Sektion Atome, Moleküle, Quantenoptik und Plasmen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft als auch den Ruprecht-Karls-Preis der Universität Heidelberg. Seit 2011 ist er Projektleiter in der Abteilung Quantenvielteilchensysteme von Professor Immanuel Bloch am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Seine Arbeiten fördert der ERC seit 2015 mit einem Starting Grant. Auch in Zukunft sind von Herrn Groß weitere bahnbrechende Beiträge zu erwarten. So plant er mit seinem atomaren Lego-Baukasten komplexe wechselwirkende atomare Zustände zu erzeugen und mit seinem Quantengasmikroskop einzelne Atome auf ihren Gitterplätzen direkt sichtbar zu machen. Hierzu muss er an vielen Knöpfen drehen, damit ein Durchbruch in der Erforschung komplexer Quantenmaterie gelingt. Dass er dazu in der Lage ist, hat er gezeigt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht Dr. Christian Groß den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2017 für seine herausragenden experimentellen Arbeiten an atomaren Quantengasen. Wir gratulieren dazu herzlich. Erwerben wir Vorurteile, Präferenzen, sogar vermeintliches Wissen über Objekte unserer Wahrnehmung? Wie treffen wir Kaufentscheidungen? Es geht bei diesen Fragen um Einstellungen und wie diese entstehen. Mandy Hütter, derzeit Juniorprofessorin und Leiterin des Arbeitsbereichs Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, und dort seit 2015 Leiterin einer Eminöther Nachwuchsgruppe, beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Wie erwerben wir solche Einstellungen? Wie können wir sie verändern? Wie kann man womöglich gezielt auf Einstellungsänderungen hinwirken? Das Arbeitsgebiet der Tübinger Psychologin bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Sozialpsychologie und kognitiver Psychologie. Sie interessiert sich nicht nur dafür, wie Einstellungen kognitiv erworben bzw. repräsentiert werden. Im Zentrum ihrer Forschung liegt vielmehr die Frage, wie sich ein zunächst neutrales Objekt im Zusammenhang mit einem damit verbundenen, nicht neutral bewerteten Objekt verbindet. Das sogenannte evaluative Konditionieren. Solche Zusammenhänge werden etwa in der Werbung, aber auch in der Filmästhetik verwendet. Hier ist es eine charakteristische musikalische Untermalung, die zunächst neutrale Objekte positiv oder negativ konditioniert und sie mit einem evaluativen Index versieht, der sie anders erscheinen lässt. Dieses Forschungsgebiet, an dem Mandy Hütter sowohl gegenstandsbezogen, vor allem aber grundlagenwissenschaftlich arbeitet, ist von hoher praktischer und gesellschaftlicher Relevanz. Es hilft nämlich dabei, besser verstehen zu können, wie sich Einstellungen durch soziale Kontexte verändern bzw. durch soziale Bewertungen konditioniert werden können. Es beschreibt dabei die soziale Genese der Bewertung zunächst neutraler Objekte, kann aber auch Strategien aufzeigen,
wie man gezielt auf solche Einstellungssyndrome einwirken kann. Die gesellschaftlichen Diskussionen um Stereotypen und Vorurteile, aber auch Identitätspolitik und Exklusionserfahrungen zeigen, wie wichtig und aktuell das Thema ist. Speziell hat sich Mandy Hütter mit der in der Forschung offenen Frage beschäftigt, ob das evaluative Konditionieren eher bewusst oder eher unbewusst abläuft. Unter Zuhilfenahme von gedächtnispsychologischen Methoden ist es ihr gelungen, die beiden Komponenten zu isolieren. In ihren experimentellen Untersuchungen kommt sie zu dem Ergebnis, dass durchaus auch unbewusste Elemente beim evaluativen Konditionieren beteiligt sind. Mandy Hütter hat sich trotz ihres sehr jungen akademischen und auch Lebensalters bereits einen Namen in der Forschung gemacht, hat sichtbar auch international publiziert und ihre wissenschaftliche Arbeit mit einer beeindruckenden Stringenz verfolgt. Sie wurde nach dem Studium der Psychologie in Tübingen in Amherst, Massachusetts in USA im Jahr 2010 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg promoviert. Seit 2015 leitet sie die Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe The Role of the Ecology of Evaluative Conditioning an der Universität Tübingen. Sie wurde bereits mit 29 Jahren zur Juniorprofessorin ernannt und hat sich in sehr kurzer Zeit ein internationales wissenschaftliches Netzwerk geschaffen. Sie kooperiert mit Kolleginnen und Kollegen aus Belgien, Israel, den Niederlanden und den USA. Frau Juniorprofessorin Dr. Mandy Hütter ist eine vielversprechende junge Wissenschaftlerpersönlichkeit, die bereits ein sehr eigenständiges Profil entwickelt hat und von der wir in der Forschung noch ganz viel erwarten können. Daher erhält sie heute den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, wozu wir ganz herzlich gratulieren. Emotionen sind ein zentraler Baustein menschlichen Erlebens und Verhaltens und damit ein klassisches Thema der allgemeinen Psychologie. Doch wie interagieren Emotionen und Kognition? Wie einerseits Emotionen unser Denken und Handeln beeinflussen und wie sich andererseits Gefühle gezielt durch kognitive Prozesse regulieren lassen, sind Themen, die sowohl für die allgemeinpsychologische Grundlagenforschung als auch für die Gesellschaft relevant sind. Dies zeigt der Blick auf die jüngsten politischen Entscheidungen, die teilweise stark emotional getrieben zu sein scheinen, oder auf psychische Störungen, die sehr häufig auf affektiven Beeinträchtigungen beruhen. Dr. Philipp Kanske, der heute den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für seine Forschungen erhält, widmet sich seit vielen Jahren genau diesem Spannungsfeld zwischen Emotion und Kognition, und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mit beeindruckender Leichtigkeit verbindet er die experimentelle allgemeinpsychologische Forschung mit neurowissenschaftlichen Fragestellungen und klinischer Anwendung. Philipp Kanske hat beispielsweise gezeigt, dass Emotionen bei gesunden Erwachsenen in bestimmten Situationen die Aufmerksamkeit steigern und kognitive Kontrollmechanismen aktivieren. Während das bei negativen Emotionen nahe zu liegen scheint, in bedrohlichen Situationen ist es zweifellos von Vorteil, wachsamer zu sein, zeigt der Preisträger, dass das Gleiche auch für positive Emotionen gilt, die häufig in Situationen mit möglichen Belohnungen entstehen. Dies ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie Emotionen das Denken beeinflussen und situationsbedingte Anpassungen hervorrufen. Ein weiteres Forschungsthema Kanskes sind die Grundlagen verschiedener affektiver Störungen. So fand er heraus, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, ihre Gefühle schlecht regulieren können und das nicht nur während der depressiven Episoden, sondern quasi als Persönlichkeitsmerkmal.
Menschen mit aggressiven Störungen hingegen verfügen über wenig Empathie für ihr Umfeld. Es handelt sich also um eine Störung der affektiven Route des sozialen Verstehens. Gleichzeitig sind sie aber rational genau dazu sehr gut in der Lage. Ihre Theory of Mind-Fähigkeiten sind intakt. Kanskes Arbeiten hierzu haben das Forschungsfeld bereits nachhaltig beeinflusst und sind wegen ihrer Implikationen für effektive Behandlungen psychischer Störungen äußerst relevant auch für die klinische Anwendung. Nun zu Philipp Kanskes Werdegang. Er war als Fulbright-Stipendiat an der University of Oregon in den USA und hat an der Technischen Universität Dresden Psychologie studiert. Schließlich promovierte er an der Universität Leipzig mit Summa Cum Laude und habilitierte sich dann 2014 an der Universität Heidelberg. Derzeit leitet er am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig eine Forschungsgruppe, die die Psychopathologie des sozialen Gehirns erforscht. Nicht unerwähnt sollte auch bleiben, dass Philipp Kanske parallel zu seiner Promotion die sehr aufwendige Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten absolviert hat, was ihn sicherlich in besonderer Weise dazu befähigt, sein grundwissenschaftliches Arbeiten mit der Anwendung in der Klinik zu verbinden. Wir gratulieren Philipp Kanske von ganzem Herzen zum Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2017 und sind gespannt auf weitere große Erkenntnisse aus seiner Forschungstätigkeit zum Zusammenspiel zwischen Kognition und Emotion im gesunden und im pathologischen Gehirn. Ja, Dr. Christoph Kirschlechners Arbeitsgebiet liegt in der Analyse des mechanischen Verhaltens von Metallen auf mikrostrukturellen Längenskalen mit Beugungsexperimenten. Er forscht die Grundlagen von Verformbarkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit metallischer Werkstoffe und hat mit seinen Arbeiten erheblich zur Klärung dieser Eigenschaften beigetragen. Seine Arbeitsweise vereint eindrucksvoll ein tiefes Verständnis der Physik der Beugungsexperimente mit der Analyse metallphysikalischer Vorgänge der Plastizität metallischer Werkstoffe. Den Grundstein für seine wissenschaftliche Arbeit legte Kirchlechner mit einem Studium der Werkstoffwissenschaften an der Montanuniversität Leoben, wonach er von 2008 bis 2011 am Erich-Schmidt-Institut für Materialwissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften promovierte. Nach einer einjährigen Postdoc-Zeit wechselte er an das Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf, wo er heute als Gruppenleiter tätig ist. In seiner Promotion entwickelte er ein Röntgen-Mikrolaue-Experimente, die mit Röntgenstrahlen aus modernen Synchrotronenquellen neue Einblicke in den Aufbau von Werkstoffen ermöglichen. Mit diesen Untersuchungsmethoden koppelte der Preisträger höchst anspruchsvolle Verformungsexperimente an Proben von einigen Mikrometern Größe mit Strukturuntersuchungen. Er kann als einer der Pioniere der In-situ-Verformungsexperimente mit Mikrolaue-Experimenten bezeichnet werden und gilt bereits als einer der international prominentesten Vertreter. Die Mikrometerskala, die die Versuchsanordnung von Kirchlechner beobachtbar macht, ist zentral für das mechanische Verhalten metallischer Werkstoffe. So zeigen die Versuche direkt und live die Verformung, die damit einhergehenden Versetzungen sowie die gebildeten Strukturen und erweitern damit das experimentelle Spektrum erheblich. Denn zuvor gab es nur Anordnungen, die einzelne Gittereffekte analysierten und aber die zugrunde liegenden Mechanismen nicht erklären konnten. Insbesondere kann Christoph Kirchlechner mit seinem Ansatz die Wirkung sich bewegender Versetzungen auf die Korngrenzen unter Last untersuchen. Besondere Verdienste erwarb er sich bei seinen Untersuchungen zum physikalischen Verständnis der Plastizität, bei der das Durchdringen der Versetzung durch Korngrenzen eine Rolle spielt und ein zentraler Verfestigungsmechanismus von Metallen ist. Insbesondere zum Einfluss der Korngrößen auf die Festigkeit trug er wichtige Erkenntnisse bei.
Auch dort, wo die Plastizität endet und die Ermüdung beginnt, dabei ist nicht die Ermüdung von Herrn Kirchlechner gemeint, ist Christoph Kirchlechner experimentell aktiv. So hat er eine Belastungsvorrechnung für Mikroermüdungsexperimente selbst entwickelt. Sie ermöglicht Einblicke in die Mechanismen, die in schwingenden, belasteten Bausteinen ablaufen, diese schädigen oder gar zerstören. Die Forschung und Erkenntnisse des heute ausgezeichneten finden internationalen Anerkennung. Davon zeugen etwa 60 teilweise viel beachtete Veröffentlichungen, hochkarätige Kollaborationen, über 30 eingeladene Vorträge und eine Vielzahl von Preisen. So wurde beispielsweise seine Dissertation vom österreichischen Bundespräsidenten ausgezeichnet. Auch der Auswahlausschuss kam zum Schluss, dass Dr. Christoph Kirchlechner mit seinem hohen Enthusiasmus, seinem exzellenten metallphysikalischen Verständnis und großen pädagogischen Fähigkeiten ein würdiger Preisträger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2017 ist. Wir können und erwarten noch viel von diesem, also können erwarten und erwarten das auch von diesem jungen Nachwuchswissenschaftler. Und wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und einen herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Dinosaurier, Lokomotiven, Vulkane. Das sind Themen, für die sich kleine Jungs interessieren. Bei Mädchen sieht es oft anders aus. Das ist es eher Archäologie, Pferde, Topmodels. Meist lässt das kindliche Interesse nach und die Entscheidung für ein Studium oder einen Beruf fällt gänzlich anders aus, worüber man teilweise auch froh sein kann. Siehe Topmodels. Im Falle von Olivier Namur ist das offensichtlich nicht so. Er ist dem Kindheitstraum treu geblieben, Vulkane und damit das System Erde verstehen zu wollen. Er erforscht also die Zusammensetzung der Erdkruste und der Entstehung der Erde. Dabei ermöglichen es Vulkane, quasi in die Erde hineinzusehen. Sie bringen bei einem Ausbruch Mineralien aus einer Tiefe von bis zu 60 Kilometern mit nach oben und lassen so Rückschlüsse auf die Gesteinsschichten dort unten zu. Man hatte damit quasi ein Fernrohr ins Erdinnere. Zu Namurs Handwerkszeug gehören neben der Naturbeobachtung mit modernsten analytischen Werkzeugen Experimente mit extremen Herausforderungen bei Hochdruck, Hochtemperaturbedingungen sowie die Modellierung mit anspruchsvollen thermodynamischen mathematischen Methoden. Doch die Erde ist Namur nicht genug. Er nutzt dieses Instrumentarium auch, um Aussagen über die Zusammensetzung der Kruste des Planeten Merkur zu machen. Und das, ohne dass es von dort Proben gäbe. Und das geht so. Die NASA-Raumsonde Messenger hat vom Merkur, ich habe schon überlegt, ob mir dieser Lapsus passiert, aber die NASA-Raumsonde hat vom Merkur ausgehende Röntgenstrahlung gemessen, die Aufschluss über die chemische Zusammensetzung der Oberfläche geben. Namur baut nun mit hohem Druck und hoher Temperatur im Labor die Merkurbedingungen nach und stellt Mineralien her, die mit großer Wahrscheinlichkeit denen auf dem Merkur entsprechen. In einem Gutachten heißt es dazu: Ich finde es bemerkenswert, dass Namur sich traut, von dem an sich schon gewagten Anspruch, das System Erde zu verstehen, seine Ergebnisse und Erfahrungen auf den fernen und unbekannten Planeten Merkur zu übertragen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und das in einer für ein breites Publikum zugänglichen Weise.
Gleichzeitig bezeichnet es ihn als sehr schöpferischen, mutigen und gleichzeitig nicht abgehobenen Forscher. Ich finde es ein wunderbares Kompliment, eine wunderbare Charakteristik. Nun, wie kommt es zu einer solchen Karriere? Olivier Namur hat bis 2005 an der Universität in Lüttich in Belgien Geologie studiert. Er ist übrigens Belgier. Dann hat er an das Studium noch einen Master in der vulkanischen Petrologie angeschlossen. Im Jahr 2011 erfolgte seine Promotion. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Hochrenommierte Institutionen boten dem jungen Wissenschaftler Forschungsaufenthalte an. Ebenso renommierte Förderinstitutionen unterstützten diese finanziell. Nach einem ersten Aufenthalt an der Universität im englischen Cambridge, dem europäischen Leuchtturm im Bereich der Geowissenschaften, erhielt er ein Humboldt-Stipendium und ein Marie Curie Fellowship. Im Jahr 2016 hat er eine Eminöter-Nachwuchsgruppe eingeworben mit dem Titel Crystal Mush als Schlüssel zum Verständnis der tiefen Struktur von basaltischen Vulkanen und der Krustenbildung. Es ist beachtlich, wie Olivier Namur schon als sehr junger Wissenschaftler, er ist gerade 33, international hervorragend vernetzt ist. Das heißt, er kooperiert eng mit Wissenschaftlern und Forschern im In- und Ausland und natürlich mit seinen Doktoranden und Studierenden. Er hat hervorragend publiziert und ist in verschiedenen wissenschaftlichen Organisationen aktiv. Seine Forschung zeigt, wie wir zu einem tiefen Verständnis des Systems Erde, also buchstäblich tief, gelangen können. Und das ist zweifelsohne über die Geowissenschaften hinaus von weitreichender Bedeutung. Wir wünschen Herrn Namur für die Zukunft alles Gute und weiterhin so viel Kreativität bei allem, was er angeht. Bonne Chance. Meine Damen und Herren, im nächsten Preis geht es um Hormone und Hochdruck. Bluthochdruck ist ein wichtiger Risikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte, wie wir alle wissen. Er verursacht keine Schmerzen, besonders am Anfang, und gerade deswegen ist er eben so heimtückisch. Bei vielen Betroffenen bleibt die Ursache eines Bluthochdruckes unbekannt. Daher kann man nur die Symptome behandeln, zum Beispiel durch dauerhafte Einnahme teurer blutdrucksenkender Medikamente mit Nebenwirkungen. In manchen Fällen wird ein Bluthochdruck aber durch hormonelle Störungen verursacht. In diesem Fall werden dann kausale Therapien möglich, also die Behandlung der Ursache des Übels. Zur Entstehung solcher sogenannter endokriner Hypertonien hat die Hans-Meyer-Leibniz-Preisträgerin, Frau Professorin Ute Scholl aus Düsseldorf, wichtige Arbeiten beigetragen. Und das ist in einem Feld, das ein Gutachter so umschrieb. Über viele Jahrzehnte hatte man keine Vorstellung, wie die molekularen Mechanismen des Hyperaldosteronismus zu definieren wären. Ute Scholl hat hier Pionierarbeit geleistet, indem sie bestimmte Ionenkanalmutationen als Ursache dieser Hormonstörung identifiziert hat. Damit hat sie unser Verständnis über eine ganze Klasse von Bluthochdruckerkrankungen fundamental erweitert und die Basis geschaffen für neue diagnostische Verfahren. Und das ist natürlich ganz besonders dann wertvoll, wenn eine schwerwiegende Erkrankung nicht wehtut. Zudem ermöglichen ihre Arbeiten den Zugang zu einer zielgenauen ursächlichen Therapie eben durch Ionenkanalhemmstoffe. Ute Scholl hat in Aachen Medizin studiert und war dort Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Bereits während ihrer Promotion in der Physiologie hat sie sich mit Ionenkanälen beschäftigt, war dann 2008 bis 2013 in Connecticut im Department of Genetics in Yale. Dort hat sie die erwähnten Gendefekte entdeckt. Diese können zu einer unkontrollierten Produktion bestimmter Hormone führen, Aldosteron und Cortison, in der Nebenniere, und die verursachen dann den Bluthochdruck, indem sie die Nieren umprogrammieren. Frau Dr. Scholl hat in hochrenommierten Zeitschriften wie Nature Genetics und eLife publiziert, und dadurch sind ihre Entdeckungen auch außerhalb ihres eigenen Forschungsgebietes bekannt geworden.
Im Jahr 2014 erhielt die heute Ausgezeichnete eines der begehrten Stipendien aus dem Rückkehrerprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen und eine Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und damit konnte sie dann ihre eigene Arbeitsgruppe an der Universität Düsseldorf als Juniorprofessorin gründen. Sie hat sich inzwischen auch international einen Namen zu ihrem Forschungsthema gemacht und publiziert jetzt in den einflussreichsten Zeitschriften, wie zum Beispiel dem New England Journal of Medicine. Sie hat den Walter-Klawitter-Preis und den Ingrid-zu-Solms-Forschungspreis erhalten und war 2016 stellvertretende Sprecherin des jungen Kollegs der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Professorin Ute Scholl ist bereits in jungen Jahren als führende Forschungspersönlichkeit auf dem Gebiet der Bluthochdruckerkrankungen und der Endokrinologie international und national anerkannt. Ihre Arbeiten haben die Diagnostik und die Therapie für Bluthochdruckpatientinnen und Patienten verbessert und besitzen weitreichende Bedeutung für unser Gesundheitssystem. Das ist wirklich toll und darum bekommen Sie jetzt den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, wofür wir Ihnen herzlich gratulieren. Meine Damen und Herren, ich habe die Freude, Ihnen Michael Seewald vorstellen zu können. Er ist in jeder Hinsicht ein Ausnahmewissenschaftler. Er ist nicht einmal 30 Jahre alt und hat sich bereits Ende 2015 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Fach Katholische Theologie habilitiert und die Lehrbefugnis für Dogmatik und ökumenische Theologie erworben. Ein Versprecher muss jeder machen. Nach einer Vertretung an eines Lehrstuhls für katholische Dogmatik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn vertritt er nun einen Lehrstuhl am Seminar für Dogmatik und Dogmengeschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zuvor hat er bereits in Tübingen an einem theologischen College in Boston, Massachusetts und in München gelehrt. Außerdem wurde er vor einigen Jahren zum Priester geweiht und ist auch als Vikar in der Diözese Stuttgart-Rottenburg praktisch tätig gewesen. Michael Seewald hat neben zahlreichen anderen Schriften bereits zwei herausragende, jeweils mit einem Preis ausgezeichnete Monographien publiziert. Zum einen seine Münchner Habilitationsschrift mit dem Titel Theologie aus anthropologischer Ansicht. Darin widmet er sich dem schwierigen, problematischen Verhältnis zwischen Aufklärung und Katholizismus. Und zwar anhand der intellektuellen Biografie Franz Obertürs, eines dank Michael Seewald nun wiederentdeckten bedeutenden Theologen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Die andere Monographie ist seine 2012 erschienene Tübinger Dissertation. Diese befasst sich unter dem Titel Veri Similitudo mit den epistemologischen Voraussetzungen der Gotteslehre des berühmten Scholastikers und am Ende seines Lebens als Heretiker verurteilten Petrus Abelard. Diese Themenwahl zeigt Michael Seewalds epochenübergreifendes Interesse für die schwierigen Beziehungen zwischen Theologie und jeweils zeitgenössischer Philosophie. Einmal Aufklärungstheologie des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, einmal kontrovers diskutierte Gotteslehre des 12. Jahrhunderts. Mit diesen beiden Monographien ist die Bandbreite der Forschung Michael Seewalds noch nicht erschöpft. Seine Aufsätze greifen noch darüber hinaus. Ihr Spektrum reicht zeitlich von den Lehren der spätantiken Kirchenväter Tertullian und Augustinus bis hin zu den Diskussionen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In einer Reihe jüngst publizierter Aufsätze setzt sich Michael Seewald zudem in begriffsgeschichtlicher und begriffsklärender Absicht mit umstrittenen Konzepten der Gegenwart auseinander. So unter anderem mit dem Postmodernismus und dem Relativismus oder dem von Niklas Luhmann und Hermann Lübbe vertretenen Topos von der Religion als Kontingenzbewältigung. Wenn man ein Leitmotiv benennen sollte, das Michael Seewalds weitreichende Forschungen miteinander verknüpft, dann ist es wohl die Beschäftigung mit dem immer wieder spannungsgeladenen Verhältnis zwischen kirchlichen Dogmen, abweichenden Positionen innerhalb der katholischen Theologie und den Irritationen, die von außen, von der Philosophie, von der Naturwissenschaft und den Sozialwissenschaften in die theologische Dogmatik hineingetragen werden. Dass Michael Seewald als Student neben dem Diplom in katholischer Theologie auch ein Magister Artium in Philosophie und Politikwissenschaft erworben hat, mag dazu beigetragen haben,
dass er dieses ihn besonders auszeichnete eigene wissenschaftliche Profil entwickelt hat. Schon jetzt darf man auf die nächsten intellektuellen Grenzgänge Michael Seewalds zwischen Theologie, Philosophie und moderner Wissenschaft gespannt sein. Wie er mir verraten hat, eben ist er bereits dabei, seine dritte Monographie zu verfassen oder auch schon sehr weit fortgeschritten. In Anerkennung seiner bisherigen außergewöhnlichen Leistungen und als Ansporn für die zukünftig zu erwartenden wird ihm heute der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis verliehen. Und dazu gratulieren wir sehr herzlich. Bewegung zu erkennen, ist für alle Tiere und auch für den Menschen äußerst wichtig, ja existenziell. Denn visuelle Informationen und insbesondere das Erkennen von Bewegungen ermöglichen Orientierung, Navigation, Beutefang und das Ausweichen vor Gefahren. Ganz generell dient Bewegungsdetektion aber auch als Modell dafür, wie sensorische Systeme Umweltinformationen aufnehmen und ein geeignetes Verhalten auslösen. Aus diesem Grund haben die Mechanismen der Bewegungsdetektion des Auges sehr früh das Interesse von Physikern und Neurobiologen geweckt und mit erheblichem Aufwand sind einige sehr gute theoretische Modelle entstanden. Bis heute ist aber tatsächlich unklar, wie das Gehirn und hier speziell die Neurone spezifische physiologische Eigenschaften erhalten, wie sie in Schaltkreisen organisiert sind und wie diese ein bestimmtes Verhalten auslösen. Ein umfassendes Verständnis der Gehirnfunktionen auf allen diesen Ebenen könnte helfen, neue Wege für die Therapie psychiatrischer oder neurologischer Erkrankungen aufzuzeigen. Hier kommt die Preisträgerin Dr. Marion Silius ins Spiel. Sie arbeitet als Biologin und Leiterin einer Eminöter-Gruppe am European Neuroscience Institute Göttingen und widmet sich mit ihrer Gruppe dem Thema der visuellen Informationsverarbeitung. Ihr ist es gelungen, mit ganz neuen methodischen Ansätzen richtungsweisende Beiträge zur Frage des Bewegungssehens zu liefern und damit neue Grundlagen zur tatsächlichen neuronalen Implementierung vorhandener mathematischer Modelle zu legen. Marion Silius arbeitet unter anderem mit Drosophila-Fliegen als Modellorganismen. Sie hat zunächst eine Methode für die verfeinerte Manipulation einzelner Neuronengruppen in Drosophila entwickelt. Mithilfe der Zwei-Photonen-Mikroskopie und des Calcium-Imagings kombiniert mit molekularbiologischen genetischen Methoden konnte sie wichtige Komponenten für die funktionelle Architektur der Bewegungsdetektion aufzeigen, die bis dahin nicht berücksichtigt worden sind. Dazu gehören die Richtungsempfindlichkeit und die Bedeutung inhibierender Eingänge für die lokale Bewegungsdetektion sowie die Interaktion von Orientierungs- und Richtungsselektivität. Außerdem konnte sie erstmalig die Bedeutung von Weitfeldneuronen für das Bewegungssehen belegen. Marion Silius hat auch gezeigt, dass die modulare Kombination verschiedener Eingangskanäle effizient vielfältige Verhaltensweisen auch mit einem sehr limitierten Set von Neuronen generieren kann, möglicherweise ein generelles Prinzip sensorischer Systeme. Schließlich zeigen ihre Arbeiten, dass die neuronalen Mechanismen für Bewegungsdetektion im Auge von Fliege und Wirbeltier erstaunlich ähnlich sind. Die Arbeiten von Marion Silius sind durchweg von hoher Originalität und Kreativität sowie von großer methodischer Tiefe und Breite. Sie belegen zudem, dass die Preisträgerin eine Forscherpersönlichkeit mit Zielstrebigkeit, einem starken Willen und vor allem Mut ist, die unerschrocken in einem gut besetzten und kompetitiven Feld neue wissenschaftliche Wege beschreitet. Dabei hat sie ein hervorragendes Gespür für übergreifende Fragen der Neurobiologie unter Beweis gestellt. Zur Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2017 unsere allergrößte Anerkennung. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
Das wissenschaftliche Profil der Preisträgerin Juniorprofessorin Ify Zemanek zeichnet sich durch herausragende Interdisziplinarität und Breite aus. Sie arbeitet komparatistisch in der Germanistik, der Romanistik und der Anglistik von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Medienkulturwissenschaftlich vom Text zum Bild bis zur Architektur. Dabei hat sie originelle und impulsgebende Forschungsschwerpunkte gesetzt. Frau Zemanek ist heute Juniorprofessorin an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg. Den Grundstein für ihre Karriere hat sie mit einem Studium der Fächer Komparatistik, Italienistik und amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München gelegt und hat dort im Jahr 2007 im Fach Komparatistik mit der Note summa cum laude promoviert. Nach einer wissenschaftlichen Assistenz an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen trat sie die Juniorprofessur für neuere deutsche Literatur und Intermedialität an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg an und wurde erfolgreich evaluiert, was einer Habilitation gleichkommt. Sie hat bereits eine W3-Professur in der Medienwissenschaft vertreten, war Fellow, ist Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies und ist zurzeit außerdem Fellow am Rachel Carson Center for Society and Environment an der LMU in München. Sie hat zwei Kinder. Mit ihrer auf der Dissertation aufbauenden Monographie zum Thema Das Gesicht im Gedicht, Studien zum poetischen Porträt, hat sie eine neue Gattungsgeschichte geschrieben und Wesentliches zur Textbildforschung beigetragen. Weitere bahnbrechende Schwerpunkte in der Germanistik setzten Zemaneks Arbeiten zur Intertextualität, literarischen Mehrsprachigkeit und zeitgenössischen Lyrik. Im Moment und schon seit längerem, und dies war für die Kommission sehr wichtig, gilt ihr Augenmerk dem Verhältnis von Literatur und Ökologie. Ify Zemanek bereitet als Mitherausgeberin drei Bände vor zu den Themen ökologische Genres und Schreibweisen, Rhetorik der Nachhaltigkeit und Ecological Thought in German Literature and Culture. Wiederum zeichnet sich ihre Forschung in diesem Feld durch einen fachübergreifend und methodologisch hochpräzisen Zugriff aus, der sowohl literatur- als auch medienkulturwissenschaftlich orientiert ist. Diesen hat sie auch mit Publikationen wie Bad Air and Faulty Inspiration zum Werk Fontanes sowie der Untersuchung deutschsprachiger Satiremagazine mit dem Titel Caricatures of Man-Made Landscapes im Fin de Siècle bewiesen. Frau Zemaneks wissenschaftlichen Erfolg mögen die eingeworbenen Drittmittel aus nationalen wie internationalen Quellen illustrieren, sei es für internationale Konferenzorganisationen, Gastdozenturen und Forschungsaufenthalte in Italien, Frankreich, USA und Russland oder für Publikationsprojekte. Insbesondere als Leiterin des DFG-geförderten Netzwerks Ethik und Ästhetik in literarischen Darstellungen ökologischer Transformationen hat sie die internationale Einbettung und des literaturwissenschaftlichen Forschungsfeldes sowie den Austausch und die Kooperation mit den Umweltwissenschaften mit großem Engagement vorangetrieben. Die Kommission würdigt ausdrücklich die gelungene Etablierung eines wichtigen Themas in der Germanistik, Zemaneks intermedial fokussierte Forschungsleistungen im Rahmen interdisziplinärer Verbundprojekte sowie ihre zahlreichen eigenständig angestoßenen Forschungsinitiativen. Ich gratuliere Frau Zemanek ganz herzlich zur Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises. Es obliegt mir nun, meine Damen und Herren, sozusagen in den zweiten Teil unseres gemeinsamen Abends überzuleiten. 40 Jahre Heinz-Meyer-Leibniz-Preis bieten
einen Anlass, einen Blick auf die Geschichte des Preises zu werfen und vor allem auch von den Preisträgerinnen und Preisträgern selbst zu hören, welche Rolle diese Auszeichnung in ihrer wissenschaftlichen Karriere gespielt hat. Nach einem kurzen filmischen Rückblick, den Sie auch auf unserer Website finden könnten, den wir gleich hier sehen werden, erwartet Sie dann eine kleine Gesprächsrunde mit zwei ehemaligen Preisträgern, Herrn Wilkening, der in den ganz frühen Jahren mit dem Preis ausgezeichnet worden ist, und Frau Burgner-Kahrs als eine Preisträgerin aus dem Jahr 2015. Frau Scholz, freie Wissenschaftsjournalistin hier in Berlin, wird das Gespräch moderieren. Und insofern sehen Sie, besteht wenig Notwendigkeit, dass ich dem mit eigenen Worten vorgreife. Ich will aber doch einen Aspekt jedenfalls an dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hervorheben. Während seiner Zeit als DFG-Präsident hat sich Meyer-Leibniz unermüdlich um die Förderung von Personen verdient gemacht. Zu einer Zeit, als die uns völlig geläufig gewordene Unterscheidung von Personenförderung im Gegensatz zur Projektförderung eigentlich nicht etabliert war. Diese Unterscheidung beginnt auf eine gewisse Weise erst oder recht besehen mit Meyer-Leibniz. In seiner Betonung der Förderung von Einzelpersonen tut sich eine Art, wenn man so will, von philanthropischem Bewusstsein kund. Immer wieder hat er formuliert in Vorträgen und Schriften, das Wesentliche sind immer Personen. Und er verteidigt aktiv seine, Zitat, Betonung von Personen, die ihr Gewicht, das Gewicht der Personen, durch wissenschaftliche Leistung erhalten haben. Und diese Haltung artikuliert sich nicht zuletzt in seinem Engagement für den Preis, der nun seit 40 Jahren seinen Namen trägt. Und in dieser Betonung, dass es Individuen seien, die die Wissenschaft machten, steckt freilich auch ein Kriterium für die Forschungsförderung. Das ist der Aspekt, den ich hervorheben will. Es ist ja keineswegs so, dass organisierte Forschungsförderung ein abgeschlossenes, unveränderliches System wäre. Eher im Gegenteil. Sie ist recht besehen ein steter Prozess auch der kritischen Selbstbeobachtung von Förderhandeln. Und dieser Prozess muss aufmerksam sein, auch für die Risiken, die mit der organisierten Förderung von Forschung unvermeidlich einhergehen. Sozusagen den Paradoxien, dass organisiert werden muss, was sich der Organisierung seinem Begriff nach entzieht, nämlich die Entstehung des Neuen. Einerseits muss ja die Förderorganisation ihren administrativen Werkzeugen vertrauen. Sie muss sich auf sie verlassen können, um überhaupt funktionieren zu können und funktional zu sein. Sie muss sozusagen Erwartungssicherheiten herstellen. Das ist eine Leistung von Organisationen, dass sie Erwartungssicherheiten herstellen. Andererseits gibt es schwerlich überhaupt ein bürokratisches Verfahren, das nicht seinen eigenen blinden Fleck hätte. Wie bekommt man in den Blick, was mit den administrativen Instrumenten, auch denen der Forschungsförderung, gerade nicht zu fassen ist, weil es sich nämlich dem Administrativen eben auch entzieht, so wie die Entstehung oder Erarbeitung dessen, was wir in einem leidlich ernsthaften Sinne das Neue nennen, auch in der Wissenschaft. Die Grundparadoxie aller Forschungsförderung ist, die Erwartungsdurchbrechung erwartbar machen zu müssen. Und alles, was gelingt, ist ein Gelingen sozusagen in dieser Paradoxie. Solche Risiken im System der organisierten Forschungsförderung, solche Risiken dem eigenen blinden Fleck anheimzufallen, hat Meyer-Leibniz klar gesehen. Eben deswegen hat er einem Förderpreis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Weg geebnet. Und das heißt, er hat einer auf Vertrauen basierenden Förderung den Weg geebnet, die dem Risiko einer Verengung von Förderhandeln entgegenarbeitet. Meyer-Leibniz hatte ein sehr genaues Verständnis von den Dynamiken des Förderungsgeschehens. Er hat es seinem Handeln als DFG-Präsident zugrunde gelegt und er hat es formuliert in einer Weise, die heute immer noch bedenkenswert jedenfalls ist. Zum Beispiel thematisierte er bereits in den Begründungsfiguren für die Einrichtung des Preises, thematisierte er den Brain Drain von der Wissenschaft in die Wirtschaft und er reagierte darauf eben mit dem Vorschlag zu dem heute nach ihm benannten Preis. Ihm war von Anfang an klar, dass es finanzieller Mittel bedürfte, um die besten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierestadien für die Forschung zu gewinnen. Damals konnte man einfach noch jung sagen, weil das noch keine Diskriminierungskategorie war, so wie es inzwischen ist in der Forschungsförderung. Aber das lassen wir beiseite. Ihm war klar, dass es finanzieller Mittel bedurfte, um also junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Forschung zu gewinnen. Aber als größte Gefahr für die Attraktivität von Wissenschaft überhaupt betrachtete Meyer-Leibniz nicht deren materielle Unterversorgung, sondern, und materiell unterversorgt ist sie immer, denn es gibt mehr Wissensbedürfnisse als Geld, sie zu finanzieren, sondern die größte Gefahr sah er im Ersticken in lähmender Bürokratie. In seiner Rede zur Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1978, also im Jahr nach der Geburtsstunde des Preises, dessen 40. Geburtstag wir heute feiern, in seiner Jahresrede sagte er, Zitat, der hilflos der Verwaltung und anderen Kräften ausgelieferte Mensch ist ein Schreckbild allgemein und der Tod der Forschung im Besonderen. Wir fürchten, dass hier die tiefsten Ursachen für den nicht befriedigenden Zustand der Forschung und der Hochschulen liegen. Was wir brauchen, ist nicht mehr Reglementierung, sondern mehr Vertrauen auf allen Seiten. Forscher und Hochschullehrer zu sein, gehört zum schönsten und nützlichsten, was es gibt. So würden wir, den letzten Satz haben Sie beklatscht, die zwei Sätze davor, würden wir vielleicht heute nicht mehr so formulieren. Das Pathos einer einfachen Entgegensetzung von Forschung und Universität einerseits und Verwaltung andererseits, dieses Pathos ist uns abhanden gekommen und dafür gibt es ja gute Gründe. Aber dass Wissenschaftsorganisierung an manchen, womöglich an zu vielen Stellen, geradezu die Form institutionalisierten Misstrauens angenommen hat und dass Wissenschaft ohne Vertrauen, auch ohne gesellschaftliches und politisches Vertrauen in sie nicht funktionieren kann, das scheint heute so gewiss wie vor 40 Jahren und es gibt heute gewiss nicht weniger Anlass, das zu betonen. Und es bleibt unverändert nötig, dem in der Forschungsförderung auch strukturell Rechnung zu tragen, nämlich durch jene Formen der Institutionalisierung von wissenschaftlichem Vertrauen, für die auch der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis steht. Er in besonderem Maße. Herzlichen Dank. Heinz-Meyer-Leibniz wurde 1911 in Esslingen am Neckar geboren und starb 2000 im badischen Allensbach. Unter seiner Leitung als Kernphysiker wurde der erste deutsche Forschungsreaktor in Garching bei München in Betrieb genommen. Dort trägt bis heute das Neutronenforschungszentrum seinen Namen. Von 1973 bis 1979 war er Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Advent 1977 trafen sich der damalige Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Helmut Rohde, und der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Heinz-Meyer-Leibniz. In der Folge entstand ein Preis, der hervorragend begabte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen sollte. 1980 erhielt dieser Preis den Namen von Heinz-Meyer-Leibniz, der damit nach seiner Amtszeit für seine besonderen Verdienste um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geehrt wurde. Zu den ersten Preisträgern gehörte der Immunologe und spätere Medizin-Nobelpreisträger Georges Köhler. Auf die Frage, inwiefern sich der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für ihn persönlich und auf die wissenschaftliche Karriere ausgewirkt hat, sagte er 1982: Die Tatsache, dass mit diesem Preis meine Arbeit zum ersten Mal öffentlich anerkannt wurde, hat mir innere Sicherheit gegeben. Und weiter: Ich glaube, dass der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis zum Durchhalten anspornt. In den 1980er und 90er Jahren zeigte sich allerdings, dass eine Überarbeitung der Rahmenbedingungen notwendig wurde. Bislang waren in jedem Jahr bestimmte Fachgebiete ausgewählt worden, für die der Preis an eine nicht fest definierte Zahl von Personen vergeben wurde. Diese Beschränkung der Fächer sollte zugunsten einer geringeren und festen Anzahl an ausgezeichneten und damit höheren Preissummen für die Einzelnen wegfallen. Zusätzlich sollten die Anforderungen an die vorgeschlagenen modernisiert werden.
Es gibt ja eine ganze Menge an Preisen für ausgereifte Wissenschaftler, möchte ich mal so formulieren. Aber es gibt wenige Preise für junge, ganz junge Wissenschaftler. Und zwar Preise, die ein gewisses Renommee haben. Und der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hat ein Renommee. Das Erste, was ich jungen Wissenschaftlern auf dem Weg geben möchte, ist, dass sie sich überlegen müssen, ob sie für die Wissenschaft eine gewisse Leidenschaft empfinden. Die Leidenschaft ist das Entscheidende, dass man begeistert von der Sache ist, dass man Spaß daran hat, auch in unbekanntes Terrain mal vorzustoßen. Also wenn ich die Liste der Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger so durchsehe, dann sehe ich eine ganze Reihe Leute, die es geschafft haben, die also Professoren geworden sind, was belegt, dass der Preis erfolgreich war. Im Sommer 1995 entwickelte die DFG zusammen mit dem Bundesforschungsministerium ein neues Preiskonzept. Das Ministerium übertrug das Auswahl- und Vergabeverfahren an die DFG. Beide Institutionen verleihen den Preis gemeinsam. Zum ersten Preis in neuer Gestalt gingen 110 hochklassige Vorschläge ein. In mehreren Sitzungen wurden große Mühen darauf verwendet, die 8 Besten auszuzeichnen. Die neuen Heinz-Meyer-Leibniz-Preise wurden am 17. Juni 1997 in Berlin erstmals verliehen. Seit 1998 stellt das Bundesforschungsministerium der DFG jährlich die Mittel für 6 Auszeichnungen zur Verfügung. Die Verleihung des Preises war, glaube ich, wirklich zum Zeitpunkt, wo ich am Scheideweg stand zwischen Industrie und Wissenschaft. Und da kam dieser Preis und das war dann schon so eine Situation, okay, also wenn ich den Preis kriege, dann bin ich wohl gut genug für die Wissenschaft. Die Reaktion meines Umfelds auf die Preisverleihung war positiv, weil das heißt ja, wir machen die richtigen Themen mit einem richtigen wissenschaftlichen Tiefgang. Wenn Sie mich nach der Bedeutung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises fragen, dann ist er für mich ganz klar der bedeutendste Preis für Nachwuchswissenschaftler. Er schafft absolute Sichtbarkeit. Auch über das eigene Fach hinaus. Seit 2013 wurde die Anzahl der Ausgezeichneten auf 10 und das Preisgeld auf 20.000 Euro pro Einzelpreis erhöht. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich bei einer von diesen Feiern der Kollegen und jemand fragt, was machen denn Sie? Und ich sage, ja, die Erkundung von anderen Planeten, und der dreht sich schon so weg, das war ein älterer Kollege. Und da kommt ein anderer Kollege her und sagt, na Lisa, Gratulation zum Heinz-Meyer-Leibniz-Preis. Und schwupps, der hat sich wieder umgedreht und sagt, was machen Sie jetzt genau? Ich glaube, die internationale Sichtbarkeit des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises wird immer mehr, je mehr Preisträger jetzt dann nicht in Deutschland bleiben, weil zum Beispiel in Cornell, jetzt im Astronomie-Department in meinem Fall, die kennen den Preis jetzt, die haben den auch gegoogelt, die haben geschaut, was es ist, und jetzt wissen die, diesen Preis, den gibt's. Es ist einfach ein Preis, der junge Wissenschaftler wertschätzt von einem großen Gremium. Und das hilft immer in der Karriere. Auch die 2017 Ausgezeichneten zeigen eindrücklich, dass der Preis zukunftsfähig aufgestellt ist. Und auch heute gilt, der Preis ist Anerkennung und Ansporn zugleich. In der Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich mich auch mit einem Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger unterhalten, einem ehemaligen. Und das war so ähnlich wie in dem Film. Der sagte mir nämlich, klar, so ein Preisgeld, das sei schon eine feine Sache, aber viel wichtiger sei für ihn das Gefühl gewesen, das, was ich hier mache, ist wirklich wichtig, meine Arbeit wird wirklich gesehen. Und ein paar Jahre später hat er dann nochmal einen Leibniz-Preis erhalten, der hatte dann einen Tee weniger und ein paar Euro mehr Preisgeld. Über ökonomisches und symbolisches Kapital in der wissenschaftlichen Karriere unterhalte ich mich jetzt mit folgenden 2 Gästen. Sie leitet den Lehrstuhl für Kontinuumsrobotik am Mechatronikzentrum der Universität Hannover. 2015 war für sie das Jahr der Ehrungen. Da erhielt sie nicht nur den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, sondern auch den Wissenschaftspreis Niedersachsen, wurde als Nachwuchswissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet und vom Wirtschaftsmagazin Kapital in die Liste Top 40 unter 40 aufgenommen. Und sie sagt, der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ist ein, Zitat, Gütesiegel wie bei einem BOI. Herzlich willkommen, Jessica Burgner-Kass.
Er ist Professor Emeritus für Kognitive und Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich und er gehört zur ersten Riege der Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger. 1979 wurde er mit 33 Jahren ausgezeichnet und er hat mir im Vorgespräch erzählt, dass man die jungen Wissenschaftler an den Universitäten damals nicht als Nachwuchs bezeichnete, sondern als Knechte. Herzlich willkommen, Friedrich Wilkening. Frau Burgner-Kaas, was wäre alles nicht geschehen, wenn Sie nicht den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis bekommen hätten? Das ist eine schwere Frage tatsächlich. Ich weiß, dass der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für mich wirklich wahnsinnig viel verändert hat. Seitdem, ich sage immer, das war so der Ausgangspunkt und seitdem ist meine Karriere so ein bisschen explodiert. Sie haben das eben schon gesagt, danach folgten weitere Preise und irgendwie war das so der Moment, in dem es mir sehr geholfen hat, weil ich tatsächlich kurz am Zweifeln war. Ich war irgendwie kurz vorher auf eine W3-Professur eingeladen, war im Interview und bin eigentlich relativ weit gekommen und dann hieß es, ah doch nicht, Sie sind zu jung und ich glaube, immer wäre der Preis schon da gewesen, dann hätte das vielleicht geholfen. Dann kam der Preis und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Ich bin im gleichen Jahr Professorin an der Universität in Hannover geworden. Da hat der Preis sicherlich auch was dazu getan. Und dann folgte wahnsinnig viel. Und es hat mich einfach innerlich sehr, sehr, sehr bestärkt, diesen Weg weiterzugehen und ja, daran zu glauben, dass das der richtige Weg ist. Weil im Endeffekt war das so ein Moment, in dem so eine große Anerkennung der Wissenschaft entgegenkam, dass man sagte, ja, das bedeutet einfach was, wenn auch so viele andere Menschen sagen, dass das, was man tut, irgendwie gut und richtig ist und das bestärkt dann, diesen Weg weiterzugehen. Sie forschen an Kontinuumsrobotern, die sehen aus wie so kleine bewegliche Schlangen, mit denen Chirurginnen minimalinvasiv operieren können und das ist ja eine eher kostspielige Forschung. Was fängt man da an mit 20.000 Euro Preisgeld? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Preisgeld als solches hat eine untergeordnete Rolle für mich gespielt. Das war mehr der ideelle Wert dieses Preises und auch die viele Aufmerksamkeit, die es gegeben hat. 20.000 sind in den Ingenieurswissenschaften zugegebenermaßen sehr wenig Geld und ist im Endeffekt verpufft. Man kann sich das immer gut verdeutlichen. Man kann damit einen Doktoranden in den Ingenieurswissenschaften 3 Monate bezahlen und das verpufft dann leider sehr schnell. Gibt es eigentlich auch eine andere Seite der Preismedaille? Zum Beispiel, wenn man so erfolgreich ist wie Sie, den Neid der Kollegen und Kolleginnen oder womöglich den Druck, jetzt erst recht erfolgreich sein zu müssen, es sozusagen nochmal beweisen zu müssen? Ja, so ein bisschen beides. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine große Vorschusslorbeere, die einem da vergeben wird. Es nimmt ein bisschen auch die Beweislast, finde ich, einem jungen Wissenschaftler immer wieder zeigen zu müssen. Das müssen wir ständig, aber es nimmt so ein bisschen den Beweisdruck, weil man damit sagen kann, eben wie ich das sagte mit diesem Gütesiegel, man hat so ein bisschen eben diesen Stempel, naja, das ist schon ganz vernünftig, was dieser junge Mensch dort macht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine große Bürde, gerade wenn dann so ein großer, wichtiger Preis da ist, steigert das, finde ich, noch mal mehr den Druck dahinter und das spornt einen auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig an. Für mich war das tatsächlich mehr Ansporn, noch besser zu sein und noch mehr zu zeigen, dass es das auch wert war, den Preis zu bekommen. Herr Wilkening, wie war das bei Ihnen? Was hat der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ins Rollen gebracht? Ich habe ihm auch gerade nachgedacht, wie so alte Leute sagen, bei uns war ja alles anders. Ich habe ihm auch nachgerechnet, kann ich gar nicht glauben, dass als ich den Preis bekommen habe 1979, wie ich jetzt gelernt habe, Heinz-Meyer-Leibniz 2 Jahre jünger war als ich jetzt. Für mich damals war er natürlich ein alter Mann und es war auch eine besondere Freude, heute alle diese jungen Leute hier zu sehen, die jetzt in der gleichen Situation sind, wie ich es damals war. Ich sehe es ein bisschen anders, alles war anders. Ich war gerade ernannt worden zum Professor, damals nannte man das C3-Professor an der Technischen Universität in Braunschweig. Und mich hat am meisten gefreut, dass die Braunschweiger Kollegen, die sich für mich eingesetzt hatten, die noch nichts gewusst hatten vom Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, ich auch noch nicht, hätte ich nie gehört, als ich ihn bekommen habe. Und die hatten sich für mich eingesetzt in einem Bewerberfeld an der Uni Braunschweig, Technischen Universität Braunschweig, bei dem es viele Habilitierte gab, Alteingesessene sozusagen in unserem Fach. Und sie haben sich für einen Nicht-Habilitierten, muss ich zugeben, war ich damals nicht eingesetzt, und gegen den Widerstand vieler an der Technischen Universität in Braunschweig. Und die haben sich natürlich dann bestätigt gesehen durch diesen wunderbaren Preis, der da vergeben wurde. Wie war das, als Sie den Preis erhalten haben? Gibt es einen Brief, einen Anruf?
Und eine, gab es damals auch so eine Feier wie heute? Im Alter wird das Gedächtnis ja schlechter. Wie war das? Ich glaube, es war ein Anruf, ja. E-Mail gab es damals noch nicht, wissen Sie das? ein Anruf war es und ich habe dann nachgefragt, was ist das? Und ich habe dann auch gleich gehört, dass es Geld gab. 20.000 D-Mark waren das damals. Und großer Unterschied zu heute, wenn ich es richtig verstanden habe, uns hat man nicht gesagt, wofür wir das verwenden müssen. Es ist frei gesagt worden, damit können Sie machen, was Sie wollen, aber das nur nebenbei. Aber es hat keine große Rolle gespielt. Also gehört habe ich am Telefon davon und die Braunschweiger Kollegen haben aus der Tageszeitung davon erfahren. Naja. Ich habe gesehen, dass auf Ihrem akademischen Kurzlebenslauf auf Ihrer Homepage die wissenschaftlichen Auszeichnungen und Preise nicht vermerkt sind. Das ist bei Frau Burgner-Kaas und auch bei allen hier ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträgern heute ganz anders. Da sind alle akademischen Wegmarken aufgelistet. Und ich habe mich gefragt, ob man an dieser unterschiedlichen Inszenierung der eigenen Karriere etwas ablesen kann, nämlich wie sich die wissenschaftliche Karriere verändert hat in den letzten 30, 40 Jahren. Muss ich manchen hier im Raum nicht sagen. Ich sehe noch ein paar andere Ältere. Es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert. Und ich habe nachgedacht, ob ich mit dieser heutigen Generation gern tauschen möchte, ob wir sie beneiden müssen oder sie uns, alte Generation. Die Frage war... Worum beneiden Sie die jungen Forscherinnen und Forscher heute? Viel mehr Freiheiten haben sie. Also sie haben einerseits mehr Druck, ist mein Eindruck. Ja? Und wenn ich Ihnen erzähle, wie gering die Leistung war, die wir zu erbringen hatten für den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, das werden Sie nicht glauben. Wenn ich es richtig verstanden habe und richtig im Gedächtnis habe, haben wir den Preis bekommen für eine herausragende Publikation. Das, so steht es auch auf meiner Urkunde. Das war damals eine Publikation in einer zugegeben sehr renommierten Fachzeitschrift, amerikanischen. Und Sie werden es auch nicht glauben, dass man damals, als dieses Fach Entwicklungspsychologie ausgewählt worden ist für den Preis, dass man damals kaum jemanden gefunden hat. Ich glaube, ich war der Einzige in Deutschland, der eine Publikation in einer einigermaßen herausragenden amerikanischen Fachzeitschrift hatte. Darauf bin ich auch stolz, sehr stolz. Es war nämlich eine sehr harte Arbeit. Ich hatte so gut wie keine Vorbilder, habe mir das alles selbst erarbeitet. Und so, sage ich, aus Ihrer Sicht ist das heute lächerlich. Aus unserer Sicht damals war es eine große Leistung. Frau Burgner-Kaas, ist die wissenschaftliche Karriere heute anstrengender? Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich finde nach wie vor, dass das auch sehr anstrengend klingt, was Sie da gemacht haben. Ob es anstrengend, das weiß ich nicht. Natürlich ist der Druck sehr, sehr hoch. Es ist ja bekanntermaßen so, dass mehr Personen auf diesen Flaschenhals zustreben, der da vermeintlich mal zu einer unbefristeten Professur führt. Und da ist natürlich der Konkurrenzdruck wahnsinnig groß. Und daher kommt es wahrscheinlich auch, dass wir uns damit auszeichnen müssen und eben wirklich groß auflisten müssen, was wir schon erreicht haben, um überhaupt aus dieser Masse herausstechen zu können. Aber ob man es dadurch leichter hat am Ende, weiß ich auch nicht. Frau Burgner-Kaas, als Sie vor 2 Jahren hier ausgezeichnet wurden, da hieß es in Ihrer Laudatio, Zitat, Sie engagiert sich sehr erfolgreich in der Lehre sowie Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Dazu kommt, dass auf Ihrem Fachgebiet Professorinnen noch deutlich in der Minderheit sind. Sehen Sie sich eigentlich als ein Vorbild für Ihre Studierenden und vor allem Doktorandinnen? Und was heißt das eigentlich, sich für den Nachwuchs engagieren? Also als Vorbild, das weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen. Aber ich setze mich natürlich sehr dafür ein, meine Leidenschaft für die Forschung auch bei jungen Menschen zu entfachen. Das macht mir wahnsinnig viel Freude. Und ich merke natürlich schon, dass wir auch viele weibliche Mitglieder in meiner Gruppe haben. Da bin ich stolz drauf, das finde ich großartig. Die finden es vielleicht leichter, den Zugang zu finden, weil es eben Robotik ist und Medizintechnik. Ob es da was damit zu tun hat, dass ich nun auch eine Frau bin, das weiß ich gar nicht. Aber wenn man selber jetzt auch gerade in den letzten 2 Jahren so oft die Anerkennung der Wissenschaft bekommen hat, dann möchte man natürlich eben auch weitergeben, wie gute wissenschaftliche Arbeit auszusehen hat und da im Endeffekt einfach an die nun mit mir arbeiten und auch an die Studierenden zu vermitteln, wenn man Freude hat und wirklich hart daran arbeitet und gute wissenschaftliche Praxis lebt, dann wird das auch belohnt. Herr Wilkening, Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie, ich glaube, 15 Leute großgezogen haben bis zur Professur.
War das richtig, 15? Ja, das würde ich auch als die Auswirkung des Preises auf meine wissenschaftliche Tätigkeit hervorheben. In mir ist die Sensibilität für die Nachwuchsförderung geweckt worden durch diesen Preis. Also dann indirekt habe ich das versucht zu übertragen auf die, die in meinem Umfeld dann später waren. Es ist tatsächlich so, ich glaube 14 oder 15 sind jetzt auf Professuren. Ist ja eine relativ lange Zeit gewesen, also so viel ist es dann auch gar nicht. Also jedes zweite Jahr ungefähr eine Professur. Aber was mich auch mit Freude erfüllt, ist, dass die Mehrheit davon, leichte Mehrheit davon, Frauen sind. Und wir haben uns neulich alle wieder getroffen und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Er wächst eigentlich aus dem wissenschaftlichen Erfolg in der Forschung auch eine Verantwortung, sich wissenschaftspolitisch zu engagieren, irgendwelche Ämter einzunehmen, also sagen, das eigentliche Forschungsgebiet zu überschreiten und zu gucken, wie kann ich das System mitformen, beeinflussen. Sie sind Mitglied der Jungen Akademie. Sie waren Vizepräsident im Bereich Geisteswissen und Sozialwissenschaften im Schweizerischen Nationalfonds. Also es gab verschiedene Ämter oder gibt verschiedene Ämter. Wie ist der Zusammenhang zwischen Forschungstätigkeit, Lehrtätigkeit und wissenschaftspolitischem Engagement? Na, es ist schon so, finde ich, gerade wenn man eben auch so ausgezeichnet wird von verschiedensten Organisationen, dass es so ein bisschen eben auch die Möglichkeit gibt, weil man eben diese viele Aufmerksamkeit bekommt, eben sich auch wissenschaftspolitisch zu äußern und auch zu engagieren. Da nutze ich das sehr gerne, Mitglied in der Jungen Akademie zu sein. Das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre, ohne den Preis bekommen zu haben. Man weiß das natürlich rückblickend nicht, aber es hat sicher auch irgendwie die Aufmerksamkeit auf meine Person gelenkt. Und natürlich möchte man die Stimme dann nutzen, um sich eben auch für Wissen, für den Nachwuchs einzusetzen, für bessere Bedingungen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen auch die Pflicht, dass wir uns eben auch wissenschaftspolitisch engagieren und eben auch für das System was zurückgeben, was wir erhalten haben. Und haben Sie ein Steckenpferd, ein wissenschaftspolitisches, da, wo Sie besonders hingucken? Tenure-Track-Professuren finde ich schon sehr, sehr gut, auch wenn ich davon selber nicht mehr profitieren kann. Aber dass es früher verlässlichere Karrierewege gibt, das finde ich enorm wichtig. Und dafür möchte ich mich auch in Zukunft weiter einsetzen. Herr Wilkening? Ja, ich muss ja mit 65 Jahren in der Schweiz aufhören. Da wird man pflichtemeritiert, was ich auch nicht schlimm fand. Aber ich wollte sagen, danach habe ich mich noch 5 Jahre engagiert, bis jetzt in der Personenförderung des Schweizerischen Nationalfonds und habe mir dieses Gebiet besonders ausgewählt und mich da besonders engagiert. Und das hat auch, glaube ich, ganz gute Erfolge gehabt. Wir haben über die Sichtbarkeit gesprochen, die so ein Preis bringt. Und ich würde noch mal gerne von Ihnen hören, welche, wie sehr das grenzüberschreitend war. Was haben Sie für internationale Erfahrungen gemacht? Sie kennen unterschiedliche Wissenschaftssysteme, USA, Schweiz, Deutschland. Wie wichtig ist das auch, um international gesehen zu werden, eine bestimmte Auszeichnung zu bekommen, wie den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis? Das ist ganz interessant. Ich kam 2012 aus den USA zurück und habe meinen Postdoc-Betreuer, den habe ich natürlich eingeladen zu der Heinz-Meyer-Leibniz-Preisvergabe und der war total begeistert. Er kannte den Preis nicht und ich habe ihm erklärt, was der in Deutschland bedeutet und er hat ihn gleich auch in Beziehung gesetzt mit amerikanischen Preisen, die dort an den Nachwuchs vergeben werden. Und in dem Sinne ist es natürlich auch ein großer Punkt, um eben auch international sichtbar unser deutsches Wissenschaftssystem zu machen und den Preis bekannter zu machen. Das habe ich viel genutzt und eben gerade meinen Mentoren aus anderen Ländern eben auch klar gemacht, was bedeutet der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis in Deutschland. Und das ist schon eine einmalige Sache für Nachwuchswissenschaftler, dass wir so einen bedeutenden Preis haben, der vom Bundesministerium und von der DFG gemeinsam vergeben wird. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, ich werde nicht wahrgenommen im Ausland als Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger. Aber an erster Stelle zumindest nicht. Aber ich glaube schon, dass der Preis jetzt sehr, sehr an Bedeutung gewonnen hat und weit bekannter ist, als es damals der Fall war, als wir ihn bekommen haben. Letzte Frage an Sie beide. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Eigenschaft, die man als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler braucht? Leidenschaft. Das meine ich auch, aber ich will mal was anderes sagen. Frustrationstoleranz. Oh, das müssen Sie noch kurz ausführen. Ich kann das, ich überlege, ob ich es tun soll, am Beispiel unseres Sohnes
erklären. Der war eigentlich aus meiner Sicht auf einem ganz guten Wege als Geograf nach seiner Promotion auf der wissenschaftlichen Laufbahn schon so gut wie. Aber er konnte einfach nicht damit leben, dass er so viel kritisiert wurde, vor allen Dingen von Reviewern und Herausgebern wissenschaftlicher Zeitschriften. Das war so wie unsere Ordinarien früher, die auch nicht vertragen konnten, wenn sie einmal gebeten wurden, ein Wort zu ändern in ihrem Artikel. Und das ist der Grund gewesen, glaube ich, weshalb er nicht in der Wissenschaft geblieben ist, sondern in die sogenannte Praxis gegangen ist. Er konnte einfach nicht mit diesen Frustrationen leben, die man eben so im täglichen Geschäft auch erlebt als Wissenschaftler. Und was heißt Leidenschaft für die Forschung? Leidenschaft, dass man eigentlich jeden Tag sich dessen bewusst ist, was für eine große Freiheit man genießt, dass man forschen und lehren darf. Und Leidenschaft zu haben, jeden Tag weiter nach der Antwort auf die nächste Frage zu suchen. Jessica Burgner-Kaas, Friedrich Wilkening, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Applaus